Hannes, wir müssen wieder einmal kurz üben. Wir müssen einmal kurz üben, denn ich habe mir für diese Sendung beim letzten Mal ja spontan ausgedacht, jetzt müssen wir das immer so machen, dass ich als Anmoderation sage, ich bin Basti von Geekpunkt und Hannes wird bester Gast bisher. Genau, und das müssen wir jetzt so machen, als hätten wir es nicht einstudiert. Kriegen wir das hin? Okay. Das war jetzt schon so ein bisschen sehr gestellt, oder? Das kriegen wir doch geiler hin. Ich schau mal. Olaf, sag doch mal, kannst du nicht sagen, hey, ich bin Basti von Geekpunkt, kannst du es nicht sagen? Ja, wir machen es andersrum. Wir machen es andersrum. Wie geil sind wir denn? Hi, ich bin Basti von Geekpunkt und heute wird Hannes bester Moderator bisher. Das ist so scheiße. Müsste jetzt nicht das Intro kommen? Dann kommt dieses Intro, aber das Intro schneide ich dann rein. Das glaube ich jetzt nicht vorbereitet. Ach so. Warte noch, komm, ich mach dann live hier ein kleines Intro. Und hier kommt das Intro. Das war gar nicht gestellt. Hier war das Intro. Groß. Und jetzt sind wir echt live. Als hätten wir nichts anderes jemals gemacht. Hannes, du in meiner kleinen Sendung heute hier, ja. Man sieht schon die Liebes-Emoji fliegen. Heute wird sich der Chat nicht zurückhalten können. Das hoffe ich. Eigentlich wollte ich meine erste Folge Bester Gast bisher mit dir machen. Dann ging es leider nicht auf. Aber wir holen das nach. Du bist halt der zweitbeste Bester Gast bisher. Gut. Auf jeden Fall. Der bist du auf jeden Fall schon. Ja. Und wir machen das heute live auf Twitch. Für alle, die das auf YouTube sehen, das wäre live gewesen, wenn ihr halt auf Twitch zugeguckt hättet, nicht auf YouTube. Ja. So, wir haben den wunderbaren Chat hier bei uns, der hauptsächlich Emojis schmeißt. Also ihr habt nichts verpasst. Es ist der schönste Chat bei Twitch. Man muss es sagen, wie es ist. Ja. Der schönste, der intelligenteste und der intellektuellste Chat bei Twitch. Kann es sein, dass du dich jetzt schon einschleimen möchtest bei diesem Chat? Nein, auf gar keinen Fall. Nein. Also wir müssen mal einmal kurz hier erklären, worum geht's bei Bester Gast bisher. Wir haben eine ganz nette Stunde, 1,5 Stunden, mal gucken, wie lang es uns rausgeht, wo du als bester Gast hier bist oder zumindest versuchst, der beste Gast zu sein. Wir quatschen, wir spielen ein klein bisschen was. Ich habe wie immer ein paar Spiele vorbereitet und ganz am Ende entscheidet der Chat, ob du bester Gast bisher bist. Denn bisher ist der Olli vom hier Brettspiel-Teddy bester Gast bisher. Aber vielleicht bist du ja dann bester Gast bisher. Ich gebe mir Mühe. Ich habe auf jeden Fall schon mal mehr Haare als Olli. Insofern sieht es ganz gut für mich aus. Und den besseren Hut. Also haben wir schon gesagt, bester Hut bisher. Überhaupt einen Hut, Basti. Überhaupt einen Hut. Ja, mega. Wir haben knappe 50 Zuschauer, glaube ich. Das sieht doch auch schon mal ganz toll aus. Und ich würde sagen, wir reiten geschmeidig los. Hannes, du bist ja auf nichts vorbereitet, deswegen mal gucken, wie sehr ich dich so aus der Fassung bringe. Erstmal müssen wir, glaube ich, erzählen, woher wir uns kennen, weil die Story ja schon auch keiner glauben würde. Ich erzähle es mal aus meiner Sicht, dann erzählst du deine Sicht. Okay. Deine ist die spannendere, glaube ich. Weiß ich nicht. Also, ich streame jetzt so seit knapp einem Jahr auf Twitch und beim Twitch-Game gehört es dazu, dass man nach seinem Stream gerne noch raidet. Man macht nicht einfach nur aus, sondern bietet den Zuschauern einfach einen neuen Kanal, den sie sich danach angucken können. Und es wird natürlich langweilig, wenn man immer dieselben Leute raidet. Ich habe in diesem einen Jahr über 100 verschiedene Kanäle geraidet. Ich habe mir die Statistik angeguckt. Und da war viel Schlechtes dabei, aber auch manchmal was Gutes. Und es begab sich, dass ich, warum auch immer, einen Hutträger in meiner Vorschau sah, der da mit, weiß nicht, 12 Zuschauern gerade am, ich weiß nicht, was machen war. Ich weiß es wirklich nicht mehr, was es war. Und ich gesagt habe, hey, der Typ sieht eigentlich sympathisch aus. Lass doch da mal hinraiden, ein bisschen Liebe da machen. Ich glaube, wir hatten 20 Leute oder so im Gepäck. Es war überschaubar. Und dann landeten wir bei dir im Kanal. Bei einem Typen, der nicht nur entertained hat, sondern gleich mal die Nasenflöte für jeden ausgepackt hat, weil man sich bei dir Songs wünschen kann, die du auf der Flöte spielst. Und du hast das gemacht, was viele bei einem Raid eben nicht schaffen. Du hast einfach abgeliefert in dem Augenblick. Du hast den Leuten eine Show geliefert und nicht einfach nur dein Ding weitergemacht, sondern du hast dich nicht nur gefreut, sondern du hast die Leute direkt in dein Herz aufgenommen. Und mein letzter Satz, dann kannst du gerne was dazu sagen. Und in den Wochen danach ist mir halt aufgefallen, dass meine Zuschauer, wenn wir parallel gestreamt haben, sehr gerne bei dir waren
und dort sehr eifrigst im Chat was geschrieben haben und bei mir nur so im Lurk hingen und einfach nichts gemacht haben. Also du hattest mir auch dann... Grüße gehen raus an Raikotan, nicht? Raikotan, abgewürfelt Brettspiele, wen hattest du noch sehr gerne? Sunny natürlich auch immer gern bei dir. Papa Hofi. Das gibt schon ein paar, ja. Die dann auch sowas geschrieben haben, wie das darf der Geekpunkt jetzt nicht wissen, dass ich bei dir bin. Das stimmt, ja. Das ist wahr. Ja, das ist Hannes. Wahr. Ich habe es im Chat schon gelesen. Bester Raid bisher. Ja, auf jeden Fall Top 3. Auf jeden Fall Top 3. Das ehrt mich sehr. Also meine Perspektive ist ähnlich. Ich war ja, als ihr geradet habt mit eurer Traum-Community, war ich ja noch relativ klein bei Twitch. Bin es immer noch, aber da war ich besonders klein. Und deswegen war Raid für mich was ganz Ungewöhnliches, weil vor euch war, ich glaube, ich hatte vor euch einen Raid, das waren zwei Personen oder so und das war irgendein Arbeitskollege. Insofern war ich doch ob der vielen Personen sehr überrascht. Und diese Überraschung war aber tatsächlich bei jedem Raid. Ich habe mich darüber immer unfassbar gefreut. Warum? Weil ich ja, wie du weißt, das nicht wegen monetären Gründen mache, sondern wirklich nur aus reinem Egoismus. Ich möchte halt Leute unterhalten. So, und je mehr Leute das sind, desto schöner ist es ja für mich, damit ich das nicht für 3 Leute mache, sondern für 50. Da macht das natürlich noch mehr Spaß als für 3. Deswegen war ich unfassbar happy und habe mich sofort in deiner Community wohlgefühlt. Und dass ich dann 2-3 Leute pro Sendung mal abgegriffen habe, das tut mir leid. Die kleine Snitch. Und da möchte ich mich auch in aller Form, möchte ich mich dafür auch entschuldigen wollen. Nein, um Entschuldigung bitten. Ich nehme sie an. Okay, danke. Dadurch, dass du jetzt ja seit Wochen nicht streamst, sind die jetzt alle zu mir. Also passt alles, sind alle wieder bei mir vorhin. Es ist alles wieder so, wie es sein soll, Basti. Im Pre-Stream, das haben die lieben Leute auf YouTube nicht gesehen, hab brav deine Community noch ihre ganzen letzten Bits, die noch auf Twitch rumlagen, brav bei mir abgeliefert. Das ist sehr lieb. Mein Steuerberater schickt euch eine Grußkarte auf jeden Fall zu. Danke dafür. Korrekt, ja. Ja, mega. So, das heißt, du, das war ja eh, ich fand das ziemlich verrückt, weil du warst da beim Twitch-Streamen und es war ja, du hattest, glaube ich, nicht mal 100 Follower oder so, es war ja wirklich überschaubar und du hast aber mit einer unglaublich guten Technik gestreamt, also nicht nur, dass du ja so wie jetzt schon einen richtig schönen Bildausschnitt hast, der einfach Laune macht beim Zugucken, dass du selber ein cooler Dude bist, aber halt, da war geile Mucke, da waren coole Einspieler, unten kommt ja immer Klaus Kinski, kommt dann rein, den ich mir wünschen kann, das war ja schon, also ich kenne Streamer, die machen das seit 2 Jahren, weil die tun immer noch irgendwie ihren Chat selber abfilmen und irgendwie so schnell reinfriemeln ihr Ding. Warum ist das bei dir so professionell, Hannes? Ja, soll ich ganz ehrlich sein, exklusiv bei dir im Stream? Ja, bitte. Das ist mein Problem immer im Leben, dass ich alles perfektionistisch haben möchte. Das sieht dann bei mir aus wie im ZDF ab 22 Uhr. Aber ich mache es dann halt auch nicht lang. Und ich habe neulich mal überlegt, warum das vielleicht so ist. Also warum ich viele Dinge professionell entwickle und dann sterben sie auch schnell wieder. Ich glaube, das liegt tatsächlich daran, ganz selbstreflektiert, dass der Weg bei mir das Ziel ist. Also das zu entwickeln, finde ich unfassbar spannend. Wenn es dann läuft, dann nicht mehr so. Und also, schon haben wir was gemein, oder? Wir wissen das ja. Dritte Folge. Meine? Ja, ich erfinde. Bei dir jede Sendung nur 3-mal gibt. Mich hat letztens einer gefragt, so ein Stream-Overlay, das muss man ja nur einmal sich erstellen lassen, dann streamt man da ja immer damit. Und dann habe ich auch gelacht und habe gedacht, ich baue das jeden Monat um, weil es mir nicht gefällt. Genau so. Ach, krass. Wir haben da viel gemein. Das soll nicht heißen, dass ich nie wieder zu Twitch zurückkomme oder die Sendung nie wieder mache. Aber ich bin in einer Findungsphase, die natürlich durch den Ukraine-Krieg ausgelöst wurde. Und diese Findungsphase ist noch nicht abgeschlossen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es enden wird. Aber wir müssen mal warten. Also ich bin schon direkt, ich komme bestimmt wieder in irgendeiner Form, definitiv. Ich weiß nur noch nicht, wie und wann und so. Also erstmal steht hier professionellster Gast bisher, möchte ich dir kurz sagen. Free Klaus natürlich. Herzlichen Dank. Dann die Tochter des Lichts fragt, ob sie was verpasst hast. Was genau streamst du eigentlich? Natürlich, ich habe dich ja noch gar nicht so richtig vorgestellt. Du darfst dich gerne auch vorstellen, lieber Hannes. Ich werde dich manchmal heute Lamberts nennen. Das ist das Trinkspiel. Das liegt daran, dass dein Kanal Lamberts Tacheles heißt und man deswegen glauben könnte, dass du der Lamberts bist. Aber du bist halt der Hannes. Hannes Lambert, genau. Ja. So ist richtig.
Was macht mein Stream? Also mein Stream hat bis zum 24. Februar quasi, hat mein Stream all das gemacht, was ich nicht wollte, was aber mein Chat wollte. Wir haben ganz viel Gartic Phone gespielt, wir haben GeoGuessr gespielt, wir haben auch einmal Among Us gespielt, was mich völlig überfordert hat. Und das war am Ende dann auch das Problem. Also ich habe wenig... Quotenliebling war The Room natürlich als ganz The Room, vorne. Das war dann der Gipfel, ganz genau. Und also, wir haben Ding zusammengespielt, Landwirtschaftssimulator. Da hattest du sonst immer einen Zuschauer, kaum dass ich mitgespielt habe, waren wir zu zweit. Richtig, das ist gut zusammengefasst. Was macht der Stream? Ich wollte eigentlich tatsächlich, das war eigentlich ursprünglich mal meine Idee, ich wollte auf Twitch talken. Und zwar genau im Grunde so, wie wir es jetzt machen, über aktuelle Themen. Durchaus auch mal ernster. Das, was mich persönlich eben beschäftigte, wollte ich im Twitch-Stream besprechen. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass das auch nur mich interessieren würde. Und die Gäste nicht so, sondern die waren dann immer da, wenn es um Gartic Phone ging und so. Und dann habe ich mich sehr schnell breitschlagen lassen und habe quasi Entertainment geboten, zweimal die Woche mindestens. Und das, ja, war so ein bisschen schwierig. Ich werde wahrscheinlich mit einem Talk-Format zurückkommen, da bin ich mir relativ sicher, denn die Sendung heißt ja auch Lamberts Tacheles. Wir müssen Tacheles reden. Und da geht es wahrscheinlich hin, aber wie gesagt, ich weiß noch nichts so Genaues, aber es wird. Also wir sind bleiben sehr gespannt. Bleiben diese ganzen Sendungen, die wir gemacht haben bis zum 24. Februar eigentlich auf Twitch? Nee, ne? Die sind weg. Nee, das verschwindet alles, ja. Wenn du die nicht rausgespeichert hast, dann sind die inzwischen alle weg. Nee, ich habe die natürlich bei YouTube. Ach stimmt, du hast sie auf YouTube geladen. Genau, ja. Also das heißt, wenn einer deine Sachen gerade sehen will, weil wir brav auch der Twitch-Link im Chat war für alle auf YouTube, unten in den Kommentaren natürlich findet ihr die Links zum lieben Hannes. Aktuell besser auf YouTube vorbeigucken, da könnt ihr auch, euch auf jeden Fall die Videos nochmal on demand reinziehen. So oder so freue ich mich immer über Follower, einfach weil es bei mir eher um Wertschätzung geht als um monetäre Dinge. Insofern freue ich mich über jeden Follower überall immer. Genau, bei mir anders. Ich nehme auf jeden Fall euer Geld an und ich bin da nicht so bescheiden. Ich hab da kein Problem mit. Das war aber wirklich ernsthaft gesprochen auch ein Problem für mich mit Twitch bisher, weil ich ganz von Anfang an gesagt habe, dass mir dieser monetäre Gedanke auf Twitch mir persönlich gar nicht gefällt. Ich finde es ganz gruselig. Ich möchte dafür gar kein Geld nehmen und mir war das bis zum Schluss extrem unangenehm. Aber du weißt ja, wie es ist, wenn man sagt, man möchte es nicht, und dann kriegt man natürlich gleich das Dreifache, weil genau. Die Leute denken, das wäre nur, ne, das wäre nur vorgeschoben. Das stimmt ja gar nicht. Aber es stimmt bei mir wirklich. Ich wollte das nicht und mir war das unangenehm. Also ich meine, man wird ja nicht reich mit dem bisschen, was wir da machen. Ich mag das total gerne, weil ich vergleiche es ja immer, und das ist, glaube ich, ein super, super Übergang natürlich jetzt. Ich vergleiche es immer mit dem Straßenmusiker, der da irgendwo mit seiner Gitarre in der Ecke sitzt. Absolut. Der spielt da umsonst für alle und jeder hat eine schöne Zeit und er macht es auch einfach aus der Laune raus, sitzt da und gibt da einfach seine Seele preis. Aber wenn einer vorbeigeht und ihm eine Münze reinschmeißt, dann spielt er halt nochmal irgendwie, dann spielt er halt nochmal mindestens ein bisschen lauter oder man kann sich auch mal einen Song wünschen, aber es ist jetzt nicht so, dass es nur Musik quasi für den gibt, der Geld reinschmeißt, sondern das ist halt, ist es nochmal eine nette Wertschätzung obendrauf. Und genau aus das sehe ich. So mit den paar Euro kann ich am Ende jetzt auch nicht viel machen, aber gehe halt mal nett essen dafür und freue mich drüber. So easy. Ja, absolut. Oh. Absolut. So. Bin ich dabei. Und das ist Übergang fürs erste Game, würde ich sagen. Wir müssen mal ein Spiel spielen. Du hast Angst, hast du gesagt. Ja. Du hast am meisten Angst vor den Spielen. Und ich dachte mir, wir machen ein Spiel, was wir vom letzten Mal noch kennen. Oh ja. weil es dir sehr gefallen hat, weil du keine Chance bei dem Game hattest. Bitte? Als du es zu Hause nachgespielt hast, hast du gesagt. Okay. Und zwar spielen wir das Copyright-Claim-Game mal wieder. Du hast ja deinen Zettel und deinen Stift. Mhm. Es ist, um die Regeln schnell zu erklären, so, dass wenn man Musik nutzt auf Twitch oder YouTube, dass das ja immer Copyright geschützt ist und dann bekommst du immer so einen kleinen Strike. Im Normalfall heißt das nur, du kannst Videos nicht monetarisieren. Das heißt, wenn da Werbung läuft, kriegst du nicht das Geld, sondern derjenige, der den Song macht. Und ich kriege das relativ häufig, solche Strikes, weil ich halt Reacts mache und sonst irgendwas. Und deswegen, oder Claims, Strikes sind es ja gar nicht.
Und deswegen habe ich mir gedacht, man kann ja einfach mehr als einen Song gleichzeitig spielen, damit sich's rentiert. Und daraus haben wir ein kleines Spiel gemacht. Das heißt, wir hören jetzt gleich einen netten Song, der besteht aus 10 anderen Songs, die da drin laufen. Es sind 10 Stück an der Zahl. Und lieber Hannes, ich würde dich bitten, die entsprechenden Künstler aufzuschreiben. Es sind sogar okay. mehr als 10 Songs, aber es sind 10 Künstler. 10 Künstler. Gerade eingefallen. Okay. Du musst natürlich nicht alle schaffen. Wir schauen mal, was so geht. Und der Chat darf etwas mitspoilern. Deswegen mache ich den Chat hier einfach mal ganz unauffällig an der Seite aus. Und wir hören mal rein. Sag, wenn das Spiel vorbei ist, ich bin kurz raus. Ja? Ja, dreht mal alle eure Lautsprecher richtig auf, denn hier kommt das Copyright Claim Game. Come join the party. Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist, lieber Hannes. Gott. Basti, da waren ja von 10, waren ja mindestens 8 irgendwelche Hip-Hop-Rap-Vögel aus den USA in den 80ern. Das weiß ich doch nicht. Jump und was da nicht alles lief. Also, Gottes du kannst auch, also ich akzeptiere auch, wenn du den Songnamen kennst bei manchen. Okay. Wir gucken mal, was so geht. Lieber Chat, ihr dürft mitraten, ich tue euch noch nicht einblenden. So, dann Hannes, dann schau mal, was du so entdeckt hast. Also, weil es ja also meinem Musikgeschmack entspricht, habe ich natürlich die 17 Titel von Queen erkannt, logischerweise. Okay, die 17 Titel von Queen, wir sehen sie auch so. Gleich, der Schaumbart hat gerade noch kurz sein Prime-Abo erneuert und hier haben wir, Queen war dabei, sogar mit 2 Songs oder 3 so. Oder 4, ist ja wurscht. Dann war Final Countdown, wenn mich nicht alles täuscht, ist das von Europe. Das ist Europe, ja, so, natürlich. Das habe ich auch erkannt. Dann habe ich natürlich Madonna erkannt. Madonna erkannt. Siehst du, ist doch gar nicht schlimm, du hast schon 30% richtig. Ja, ja, jetzt geht's aber los. Dann waren diese ganzen Rap-Vögel. Jump, ich weiß nicht mal, wie die ganzen Titel heißen von diesen Typen. Ich habe das ja nie gehört, diese Mucke, Basti. Da waren 8 Lieder... 8 Interpreten mindestens von US-Rappern. Das ist überhaupt nicht mein Genre. Die kennst du alle, glaube ich. Aber gut. Ich könnte jetzt einfach mal, also da war bestimmt dabei Run DMC. Nein. Na, super. Wen gab es denn noch? War dabei Dr. Dre. Nein. Nein. Kein. Snoop Dogg vielleicht. Nein. Nein. Eminem. Nein. Also pass auf, es war doch zum Beispiel... Run DMC. Nein. Nein. Ich habe keine Ahnung. Okay, lösen wir danach auf. Was hast du noch? Ich habe noch Seven Nations Army. Da fehlt mir aber die Band dazu. Ja, aber Seven Nations Army würde ich gelten lassen. Die Band nennt sich natürlich White Stripes. White Stripes. Ich kenne das nur aus dem Stadion vom Eishockey. Ja, geil. Ja, und so weiter. Ja, und das war's dann auch schon. Was habe ich noch aufgeschrieben? Von wem war denn Jump? Jump, 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 Jump. Genau, ein paar haben jetzt hier im Chat geschrieben, das wäre von Van Halen, aber das ist ein anderes Jump. Ja, das hätte ich gekannt von Van Halen. Also,
Es fehlt dir sogar noch ein Rocksong. Da bin ich jetzt fast enttäuscht, dass du den nicht gehört hast. Was? Ja. Welcher? Ein ganz großer Rocksong. Möchtest du, sollen wir es noch einmal abspielen? Müsstest du den Song noch einmal hören? Hilft dir das? Ich glaube nicht, aber mach doch mal. Vielleicht ist der Chat ja besser als ich. Ich kann ja mal, ich spul mal an der Stelle, wo der okay. Rocksong kommt. Pass mal auf. Ja, okay. Dauert noch ein bisschen, kommt gleich. Dings. Nirvana. Oh. Okay, wir lassen es sein. Er hat ja gerade echt Nirvana gesagt. Leute, ich mach ja, den Chat an. Der hat gerade Nirvana gesagt, Leute. Ist aber falsch. Das ist sowas von falsch. Könnten wir mal bitte im Chat den richtigen Interpreten bekommen? Ja, Metallica, danke sehr. Also Nirvana ist schon ganz hart. So. Ich wusste, dass ich bei dem Spiel abkacke. Das liegt aber daran, dass das alles Rock oder Hip-Hop ist. Das sind beides Genres, mit denen ich nichts zu tun habe. Aber Madonna, nein, das ist schon klar. Ich habe ja nicht gesagt, dass es einfach ist. Jetzt pass mal auf. Ein paar von den Bands hast du sicher schon gehört. Da war zum Beispiel der Song I Like to Move It, Move It. Richtig? 90er Jahre, Real to Real hieß diese Band. Kannst dich nicht mehr dran erinnern. Ja, nee. Dann Rapper's Delight, das ist ja der Klassiker, Leute. Sugar Hill Gang. Leute. Was macht Lambert so für Mucke? Polka? Das andere Soul, Nirvana. Funk und Jazz. Soul, Funk und Jazz machen zum Beispiel auch LMFAO. Ja, bestimmt. Die ganz am Anfang natürlich zu hören waren mit Everyday I'm Shuffling. Keine Ahnung, wie dieser Song auf wirklich heißt. So, und jetzt fehlte noch dein Jump-Around-Ding. Das ist House of Pain. Boah, du kennst ja gar nichts. Du bist doch gerade mal ein Jahr jünger als ich. Und dann fehlte uns noch das Tag-Team. Das war auch noch am Start. Auch herzlichen Glückwunsch. So. Die Hälfte dieser Interpreten habe ich noch nie gehört. Wie unser Geschichtslehrer damals sagte, als er nicht wusste, wer den Song Hit Me Baby One More Time gesungen hat. Er sagte bei unserer Abi-Feier dazu, es wäre eine Schande, wenn er die Antwort auf diese Frage wissen würde. Das, so hart würde ich es jetzt nicht formulieren, aber ich wusste, dass ich bei dem Spiel wenig Chancen habe, Basti. Das wusste ich. Ich meine, es ist natürlich, wenn es nur 10 Songs sind, ist es auch besonders schwierig, weil dann, weil Run DMC würde immer stimmen. Bei jedem anderen Remix. Ich habe einfach mal so getippt, dass der bestimmt dabei war. Aber ich sage jetzt mal, ich habe den Chat so verfolgt, die war nicht unbedingt. Hier, Green Bay. Packers hat man ja auch noch erkennen können, stimmt. Das ist dann so die Easter Eggs. Bester unmusikalischer Gast bisher. Hannes, jetzt müssen wir was über hast deine. Du für Mods, bitte. Jetzt müssen wir mal über deine Musikerkarriere reden. Deswegen hatte ich eigentlich so ein Spiel da reingenommen, weil ich dachte, boah, hier, da geht's ja voll ab. Der Profimusiker. Ja, aber ach, weiß ich auch nicht. Ja, ich schäme mich auch ein bisschen. Aber du hast ja unterschiedliche Musikprojekte gemacht. Das größte ist Lambert. Ja. Was mir irgendwie schon was sagte. Ja, kann sein. Ich habe das definitiv auf irgendwelchen Festivalplakaten oder so halt mal gesehen, als ich noch in der Musikindustrie was gemacht habe, ist mir Lambert aufgefallen. Also vor 10 Jahren ziemlich genau sind wir Talent Sound Foundation Rock, oder so. Sound Foundation von Volkswagen geworden, genau. Ja. Das war ein nationaler Contest, bei dem wir mitgemacht haben, nur um einen Bandbus zu gewinnen, den man sich bei VW mieten musste für Geld. Geiles Konzept. Extrem geiles Konzept. Den hätte man sich dann in Wolfsburg abholen können und hätte ihn für die Touren und dann wieder in Wolfsburg abgeben dürfen. Richtig, genau das war der Hauptgewinn. Aber vollgetankt, aus heutiger Sicht wäre der vollgetankt ja richtig was wert. Entschuldigung, das hätten wir selber tanken müssen. Nein, also völlig abstrus. Aber wir haben den Titel gewonnen und haben ein Coaching-Wochenende bekommen in Wolfsburg. Das war sehr gut und auch alles toll. Und jetzt kannst du Autos viel gebracht. Schrauben quasi, oder was? Genau. Hier wir haben dann auch diesen Bandbus einmal in Wolfsburg abgeholt und sind damit ins Studio nach Bremen gefahren, um dort unser Album aufzunehmen. Dafür haben wir ihn einmal genutzt. Ja, und ansonsten stand er nur auf dem Parkplatz in Wolfsburg und wir haben ihn nie abgeholt. Raikotan hat übrigens geschrieben, dass ich wahrscheinlich Adam Lambert meinte. Stimmt, das war der. Adam Lambert, Miranda Lambert sind beides ganz große in Amerika.
Adam Lambert jetzt als Sänger von Queen. Queen geht wieder auf Tour mit Adam Lambert als Freddie Mercury. So, damit deine Community auch mal musikalisch was vom Lambert mitbekommt. Wenn er schon hier bei dem Spiel so abkackt. Weißt du? Adam Lambert ist der aktuelle Sänger von Queen und Miranda Lambert ist die Country Queen in den USA. Also siehst du, jetzt auf einmal kommst du mit musikalischem Wissen. Hier stand schon bester so. Gast bisher, der gleich das erste Spiel verliert. Hattest du Miranda Lambert in deinem Spiel? Hattest du Adam Lambert in deinem Spiel? Nein! Ach, fürchterlich. Hassi. Aber jetzt mal hier, du bist Sänger. Ja. Spielst du auch ein Instrument? Nö, du bist gar nicht so instrumentalistisch. Die Nasenflöte. Ja, die Nasenflöte. Und ich habe 2 Jahre Schlagzeug gelernt. Davon kann ich... Das ist auch kein Instrument. Entschuldigung. Verzeihung. Ich kann etwas Ukulele spielen tatsächlich, okay. Aber ganz, ganz wenig. Und, aber Lambert gibt's nicht mehr? Du hattest doch. Ja bei dir, gibt's schon noch Ruth wahrscheinlich. Ja. Lambert gibt es noch, weil wir uns ja nie aufgelöst haben. Deswegen gibt es Lambert noch. Okay. Und wo es gibt ja eine Band erst dann nicht mehr, wenn sie sich auflöst. Würdest du wir noch haben mal uns aber ja nicht aufgelöst. Dann ganz unauffällig bitte dein aktuelles Album nochmal ins Bild halten. Das hatten wir noch nicht onstream. Das aktuelle Album ist von 2012 und heißt Stand der Dinge, kann man auch bei Spotify hören. Da sind ganz viele tolle Songs drauf. Mein Lieblingslied ist Kohle raus, was auf dem Album auf Platz 2 ist. Jetzt die Kohle raus natürlich und das Ganze. Bei Spotify kriegst du jetzt echt so 1-2 Cent, wenn das jetzt einer streamt. Krass. Ja, unser Evergreen ist, und der läuft tatsächlich bei Spotify rauf und runter, hier am Turm. Das ist das Lied, was hier unten in 2 Versionen drauf ist. Und das ist eine Eishockey-Hymne, nämlich der Hannover Indians. Ja, habe ich. Spielen aktuell in der Oberliga Nord und wären fast in den Playoff-Finals dieses Jahr gewesen, haben sie knapp verpasst. Und nur wegen deiner Hymne? Nee. Nee. Aber ich wollte gerade sagen, der Chat hat das nämlich gerade auch schon gespoilert, dass dein Lied im Chor gesungen wird. Laut deinem Wikipedia-Artikel, den du selbst geschrieben hast, hast du das ja als Fundraising gemacht, weil die kurz vor dem Bankrott standen. Wie viel Geld kam denn zusammen? Hat das was gebracht? Nee. Die wahre Geschichte dieser traumhaften Hymne würde jetzt tatsächlich leider, möchte ich auch dazu sagen, zu weit führen und würde den Chat langweilen. Aber es ist eine Geschichte, die mir an dieser Stelle die Tränen in die Augen schießen lassen wollen würde. Kurz gefasst ist es so, dass du eine Hymne dieser Ausprägung als Musiker, wenn überhaupt, dann einmal in deinem ganzen Leben hast, sowas, dass das so matcht zwischen Verein und denjenigen, die das komponieren. Ich glaube, das ist extrem selten, sowas zu machen. Und wenn du das dann hast und es wird dann von dem Verein nicht mehr gespielt, dann ist das das Traurigste, was dir als Musiker eigentlich passieren kann. Aber, ein Aber noch, um dem Ganzen ein Happy End zu geben, die Fans der Hannover Indians hören das Lied rauf und runter jeden Tag. Es wird also vom Verein momentan seit längerer Zeit nicht mehr gespielt. Das hat vor allen Dingen politische Gründe. Aber die Fans spielen es hoch und runter, singen es in ihren, wo auch immer sie sind, in ihrem Cabrio im Sommer. Sie hören es immer und jeden Tag. Und das macht mich unfassbar stolz. Monetär, nix, null. Da bist du gut drin. Geht's gar nicht. Ja, das hast du jetzt schon oft genug gesagt. Ich meine, ich kann dir noch eine Story erzählen. Ich bin ja Musikproduzent, Tontechniker und so weiter gewesen. Und wir haben für 1860 damals die Fanhymne aufgenommen. Mhm. Was für mich schon hart war, weil ich FC Bayern-Fan bin. Aber okay, und dann kam man auf die Idee, es wäre doch geil, wenn der Fanclub von 1860 die Hymne im Studio einsingen würde. Und dann haben die mit den Fanbussen die Fußballfans angekarrt zum Studio. Ja. Diesen Geruch haben wir über Wochen nicht aus dem Studio rausbekommen. Ein Geruch aus Bier und Urinschweiß. Glaube ich sofort. Und wir haben Toiletten. Also man kann bei uns aufs Klo gehen, wenn man möchte. Ja. Die sind kollektiv zum Brunzen, wie man in Bayern sagt, aufs Feld rausgegangen vom Studio. Die hätten die Toiletten benutzen können, aber der gemeine Fußballfan, der muss in einer Reihe urinieren. Das gehört da dazu. Oh, irgendwie zum Gruppenfeeling. Wenn jemand selber Musik macht da draußen und
ich glaube, die meisten Musiker, behaupte ich mal, machen das nicht aus monetären Gründen, sondern in erster Linie machst du das als Musiker, weil du einfach Musiker bist. Fertig. Wenn du dann Geld verdienst, ist das gut, wenn nicht, ist auch gut. Wenn du aber, du kannst dir dieses Gefühl nicht vorstellen, du läufst durch die Stadt, in meinem Fall durch deine Wahlheimat, weil ich bin hier nicht geboren, aber du läufst durch deine Wahlheimat und ob du es glaubst oder nicht, es fahren 5 Autos an dir vorbei und in allen Autos läuft dein Lied. Wenn du da nicht heulst, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Du heulst Rotz und Wasser. Und das ist mir so oft passiert, dass das kann Geld, das klingt jetzt pathetisch, aber das kann kein Geld der Welt aufwiegen, dieses Gefühl. Das ist unfassbar. Und das ist jetzt seit 10 Jahren so. Und das ist einfach ein Traum. Das ist das Schönste, was einem Musiker passieren kann. Wirklich wahr. So, jetzt heul ich gleich. Nein, bitte nicht. Nein, ich sag mal so, Musik hat schon immer die Herzen geöffnet. Hier mein Stream weiß das. Wir haben in letzter Zeit öfters über Musik gesprochen, wenn wir tagsüber streamen. Ich finde das ein super Ding, weil wir heute ja endlich auch mal nicht nur über Brettspiele reden können. Wir zocken zwar ein bisschen, aber heute beweist der Kanal seit langem erstmal das, was ich immer zeigen wollte, dass es eben nicht nur Brettspiele gibt, sondern man sich auf so viele Weise entertainen kann und nerdig und geekig sein darf. Wobei du bei mir ein Brettspiel gekauft hast. Hast du das eigentlich schon gespielt? Boah, du hast eins der schlechtesten Spiele, die ich hatte, auf dem Flohmarkt ersteigert. Ich habe mich so gefreut, einfach nur aus Prinzip ein Spiel in deinem Flohmarkt gekauft zu haben. Das Spiel heißt Vor dem Wind. Ich habe es ausgepackt und habe mich so richtig gefreut. Ich habe gedacht, Mensch, da hat mir der Basti ein Spiel und ich habe das doch gekauft. Und ach Mensch, ist das toll. Da habe ich das ausgepackt und habe die Spieleanleitung aufgemacht. Und in dem Moment habe ich gedacht, ach, guck mal, ist es eigentlich dekadent, wenn man sowas einfach wegschmeißt? Ja, ist es. Verkauf's also, wieder. Nein. Ich habe es in den Schrank gelegt und habe das als, guck mal, das Spiel habe ich bei Basti gekauft, in den Schrank gelegt. Ja. Ich habe das meiner Lebensgefährtin gezeigt und die hat gesagt, hier, das spielen wir nicht. Ja. Ich hab dir ja geschrieben, willst du es wirklich kaufen? Ich kann dir viel schönere Sachen schicken. Vor allem, wenn du neu in dem Hobby bist. Das ist ja wirklich was. Es ist gar kein so schlechtes Spiel, aber es ist auf jeden Fall nichts für Einsteiger. Basti verkauft doch nur Gurken. Die guten Sachen behält er doch. Natürlich behalte ich die guten Sachen, Leute. Ihr nicht. Würd's doch nicht anders verkauft machen. Ihr gute Spiele? Also, was ist denn jetzt los? Ich mache demnächst, wenn ich wieder bei Twitch zurück bin, mache ich einen Flohmarkt und da verkaufe ich Vor dem Wind. Mindestgebot 25 Euro. Aber weißt du, ich hätte gerne ein Album von dir. Kann man das kaufen auch im Laden oder kann ich es nur bei dir im Webshop bestellen? Ich hätte es gerne als CD, glaube ich. Oder muss man dir Fanpost schicken? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das kann man irgendwo auch kaufen, ja. Weil dann, das hätte ich gerne. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wo. Ja. Ich schicke dir das zu. Ja, nee, ich will es dann kaufen. Ja. Ich will es schon kaufen. Nein, Musik kauft man. Sollst das nicht kaufen. Da kennst du das mit Messern, wenn man Messer darf man nicht geschenkt kriegen? Kennst du dieses Ding? Ja, aber das gilt ja nicht für CDs. Ja, aber für mich fühlt es bei CDs an. Ich finde das irgendwie traurig, weil, weißt du, ich habe jahrelang dafür gekämpft, dass es keinen Werteverlust bei Musik gibt und lass mir da eine CD schenken, wo ich sage, komm, den Fünfer habe ich jetzt auch noch in der Tasche. Ist jetzt nicht das Problem. Ja, aber Hase, ich kann dir das doch einfach schenken, weil du Basti bist. Ich schenke dir das nicht, weil es scheiße ist. Ja, aber dann schicke ich dir eine CD von mir als Tausch. Dann tauschen wir CD. Dann kriegst du eine, wo ich singe. So. Die darfst du dir auch, die musst du gleich neben das Brettspiel packen. Die darfst du nämlich auch nie anhören. Okay. Es gibt, glaube ich, 7 Alben, auf denen ich singe. Eins ist schlechter als das andere. Ja. Die tragen so tolle Titel wie Hört sich gut an, was echt schon ein Witz war. Toll. Das ist reine Männersache. Fand ich auch, das darf man heute gar nicht mehr machen. Das war noch vorm Gendern. Mods-Titel und Na dann Prost Mahlzeit fand ich auch einen sehr guten Albumstitel. Prost Mahlzeit finde ich auch geil. Ja, die besten, das war in meiner frühpubertären Phase, so mit Ende 30. so. Ende 30. Aber gibt es dich aktuell noch irgendwo als Musiker? Also passiert noch was? Ich habe gesehen, im Stream hattest du ja einen Gitarristen da und hast mal ein bisschen Mucke gemacht. Sowas stehe ich total zusammen, drauf. Hatte ich auch ein Duo. Ich glaube, ohne Witz, das gilt auch für die Musik, nicht unbedingt für Lambert, aber für alle anderen Sachen, ich bin zu perfektionistisch für diese Sachen. Ich mache sowas, in dem Fall ein Duo, das lief auch echt gut zusammen mit meinem Gitarristen, das war sensationell, aber ich bin zu perfektionistisch. Ich habe dann ein Bild im Kopf, wo ich uns sehe und
gesehen habe ich uns, so schön farbig beleuchtet. Bei MTV Unplugged oder was? Mit Pärchen, nein, ich rede jetzt von so Duo-Konzerten. So ein Pärchen, es ist dunkel, schön Beleuchtung, so. So sehe ich dieses Duo. Gebucht wirst du aber von der St. Martins-Gemeinde im Nachbardorf und vor dir sitzen 24 80-Jährige, die zusammen Kaffee und Kuchen trinken, sich miteinander unterhalten und kein Schwanz hört dir zu. Und das habe ich zweimal gemacht und dann habe ich gesagt, darauf habe ich keinen Bock. Und dann habe ich es gelassen. Oh, das, ich lasse ja sowas dann immer. Ich ziehe das nicht durch. Deswegen bin ich, Basti, kein, war ich noch nie und werde ich nie werden. Ich bin kein Top-40-Musiker. Bin ich nicht. Damit könnte ich ein Schweinegeld machen, ein Schweinegeld. Ich wüsste gar nicht, wohin mit den ganzen Geldpaketen. Aber ich habe das nie gekonnt. Bei dir geht es immer ums Geld. Ist dir das mal aufgefallen, dass du jetzt in jedem dritten Satz hast du was Monetäres? Die Vorstellung, du stehst auf einer Bühne auf einem Altstadtfest, ja, kriegst dafür 250 Euro den Abend. So, und jetzt kommen die ganzen Besowskis vorne und kaufen an die Bühne. Die CDs. Nein. Und sagen sowas wie, sing mir was von letzter Lang. Ja, und dann singst du halt. Hab ich keinen Bock drauf gehabt. Nie. Wollte ich nie machen. Hab ich nie gemacht. Und so war das bei dem Duo auch. Deswegen gibt es mich momentan nicht als Sänger, weil ich immer an meinem eigenen Perfektionismus scheitere. Merkst du das? Wahnsinn. Man muss also quasi bei dir mit unter die Dusche steigen, wenn man dich mal wieder singen hören möchte. Das, je nach Geschlecht. Ich würde jetzt so nicht empfehlen wollen, weil in der Dusche wäre nicht so viel Platz, aber ja. Ich muss das mal raussuchen. Ich habe vor 20 Jahren für so ein Charity-Ding ein Solo-Programm gehabt. Da gab es nur einen Auftritt und es war so ein Solo-Comedy-Programm mit Musik. 2 Stunden Programm habe ich gemacht auf so einer Dorfbühne mit 100 Leuten im Publikum. Oh, gibt es davon eine Aufnahme? Davon gibt es eine Aufnahme, die habe ich nur selber nie gesehen, aber wir haben bald Klassentreffen, die kann ich, glaube ich, organisieren, die Aufnahme. Und ich weiß noch, es war so schlimm, wie man sich es vorstellt. Also kein Witz hat gezündet, weil das Publikum auch, ja. Wir waren auch als Band, wir hatten so eine Punkrock-Band mit eigenen Songs und so weiter, wir wurden dann gebucht für ein Konzert im Altersheim. Kein Scherz. Nicht dein Ernst. Das war so ein Kulturverein, die haben uns sogar ordentlich Geld bezahlt, dann haben wir im Altersheim gespielt und die saßen alle so da. Die haben sich die Ohren zugehalten, die Omas, weil es so laut war und dann aber trotzdem brav applaudiert und dann haben wir so ab dem 4. Song gesagt, wisst ihr was? Jetzt kommt schon ein bisschen Musik reingefahren, die du nicht hörst. Ein bisschen Backstreet Boys läuft gerade. Danke dir für die 200 Bits. Also ich krieg das gar nicht mit. Ach, jetzt läuft bestimmt wieder Musik, ne? Ja, es lief wieder Musik. Ach. Du kriegst es leider nicht mit. Das habe ich nicht durchgeschliffen. Aber auf jeden Fall, dann haben wir ein paar Songs gespielt von uns und dann haben wir gesagt, weißt du was, jetzt ändern wir das Ganze. Und dann haben wir Knocking on Heaven's Door gespielt. Im Altersheim. Legendär. Ich fand das mega. Ich bin durch die Reihen gelaufen und habe mit so Omas gekuschelt. Es war einfach richtig geil. Und wer geil. Hat den Text verstanden von denen, die das da waren? Das ist scheißegal. Ich fand es einfach egal, mega im Altenheim. Also ich gehe mal davon aus, dass keiner, danke dir für die Biddies oder hier fürs Abo, ich gehe davon aus, dass keiner unserer Fans noch das Leben in sich hat nach 20 Jahren. Aber oh Gott. Es war schon krass. Es war schon richtig krass. So. Oh. Ich fand's gut. Wir standen dann so auch in der Zeitung. Also von daher. Ja, Knocking on Heaven's Door. So. Vor Rentnern ist ein Fest. So, wir müssen wieder ein Spiel machen. Ich guck mal, welches machen wir denn? Ich hab mir was Neues ausgedacht. Damit wir nicht immer nur die alten Spiele spielen, habe ich mir gedacht, spielen wir auch mal die neuen alten Spiele. Und ich hab mir was ganz Lustiges ausgedacht. Pass auf. Dieses Spiel trägt den wunderbaren Titel Glücksraten. Oh. Das Glücksrad ist wieder da. Und zwar, wie funktioniert das? Es funktioniert wie Glücksrad. Allerdings weißt du ja, da muss ich ja alleine jetzt immer am Rad drehen und dann alleine, ich möchte lösen. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, wenn du nicht gegen jemanden spielst. Deswegen habe ich das Glücksrad weggelassen. Ist geil, oder? Ja, klar. Ja, logisch. Und deswegen haben wir einfach nur die Wand. Da ist sie. Oh, das ist cool. Und jetzt pass auf, du musst hier
eine Frage raten aus der Kategorie okay. Movie. Und jetzt kommt das Geile. Mir geht es gar nicht darum, dass du die Frage errätst, sondern mich interessiert die Antwort auf diese Frage. Es ist so kompliziert. Basti, das ist so gut. Das ist so gut, ja. Und jetzt kommt das Geile. Du musst dafür gar nicht drehen, sondern die Buchstaben erscheinen jetzt sukzessive quasi. Okay. Und du musst halt, wann immer du glaubst, du hast das, musst du einmal kurz Stopp rufen und dann finden wir das Ganze raus. Wie bei Dalli-Klick. Wir machen den Chat wieder weg. Ihr dürft versuchen mitzuraten. Und deine Zeit läuft ab. Jetzt viel Spaß, Hannes. Ja, los geht's. Oh Gott. Das da oben könnte das sein. Das Wovor hat Ron Weasley ganz behinderte Angst? Ganz so. Ich lasse es mal. Behinderte kann ja gar nicht sein. Ist ja Quatsch. Behinderte ist ja Blödsinn. Ich lasse es trotzdem schon mal gelten, weil okay. Das ist besondere Angst. Besondere Angst. Das Problem ist. Basti, das Problem ist, mein Hase, ich bin voll der Filmexperte. Aber nicht von Harry Potter. Ja, genau. Harry Potter habe ich schon 18 Mal gesehen wegen meiner Tochter und ich bin immer nach dem Vorspann eingeschlafen. Ich kenne Ron Weasley, das ist der Rothaarige. Ja. Und jetzt könnte ich kurz überlegen, wovor der Angst hat. Aber ich weiß es natürlich nicht, weil ich in diesem Universum nicht zu Hause bin. Also es kommt in mehreren Filmen vor, so viel kann ich spoilern. Also ja. Vielleicht hilft dir, es gibt zum Beispiel eine Szene, wo sie gegen diesen Irrwicht trainieren, der sich immer in das verwandelt, vor was die Leute am meisten Angst haben. Dann weiß ich's. Ja. Ich glaube, dann weiß ich's. Ich weiß, dass es, weil ich bin Spinnenphobiker. Und es gibt eine Harry Potter Szene, wo so eine riesige Spinne sich so in diesen Urwald reinknötert. Und da habe ich gedacht, Junge, mach das weg. Deswegen würde ich Spinne sagen, habe aber wirklich keinen Plan. So, der Chat hat längst die Spinnen für sich erkannt. Also die Spinnen. Du hast recht, er hat am meisten Angst vor Spinnen. Das war aber nur geraten. Aber gut. Ja, du hast die erste hinter dich gebracht. Ich würde sagen, mach mal einfach noch eine zweite. Jetzt weißt du ja, wie es geht. Ja, gerne. Ja. So, hier kommt dein nächstes Wort. Basti, du willst auch nicht, dass ich Punkte mache, ne? So, der Chat darf wieder mitraten und Hannes, ich wünsche dir viel Spaß bei Fashion. Vielen Dank. Läuft eigentlich gerade parallel im Fernsehen. Kann man darüber setzen? Fashion. Toll, Kitsche, was? Was heißt das? Blume? Nee, doch, Blume könnte das sein. Rulle. Gott, hat mit Schimm, Schmull, Nutella-Beule. Was? Was? Ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist. Schmaler Krempe. Ach so, stopp. Hut mit schmaler Krempe und Tellerbeule. Ach so. Ich kenne den Begriff Tellerbeule nicht. Ja, der ist auch scheiße. Also, Hut. Ja, gut. Das ist natürlich geschenkte Punkte. Das ist selbstverständlich der Pork Pie. Das ist der Pork Pie. Für alle, die es nicht wissen, im Geek.shop gibt es diesen Hut für schlappe 100 Euro. Oh. Ja, der Pork Pie. Ich habe gelesen, wir sind in guter Gesellschaft. Auch Brad Pitt trägt den hin und wieder. Ja. Johannes Oerding.
Ja, okay, ich dachte, wir sind in guter Gesellschaft. Gregor Meile, aber die haben das alle nach mir gemacht. Ja. Ich möchte das ganz kurz sagen. Ich habe Pork Pie getragen. Seit 10 Jahren trage ich Pork Pie. Gregor Meile, Johannes Oerding kam alle später. Ich muss mich beim lieben Johannes entschuldigen. Wir haben 3 Platten für ihn gemacht damals. Toller Musiker, coole Band. Hat mega Laune gemacht. So. Und war nicht so zugekokst wie die anderen. Und du willst ja wohl nicht in dieses Kelly-Family-Pur-Ding verfallen. Nee, fürchterlich. Aber da hättest du doch, was für eine Fashion-Frage hätte ich dich sonst stellen können. Aber Hut mit schmaler Krempe und Tellerbeule. Das nennt sich Tellerbeule hier oben. Tellerbeule, okay. Ich kannte den Begriff nicht. Ich habe bei Wikipedia nachgeguckt, wie man das nennt. Ach so. Okay. Last-Minute-Geschenke. Danke, lieber Chat. So funktioniert das. Jetzt könnt ihr alle schnell bei mir noch was einkaufen. Komm, letzte. Ach, Musik. Wir machen Musik. Da bist du ja Profi, wie wir inzwischen wissen. Ja. Und ich wünsche dir viel Profi Spaß bei der Frage zu Musik. Herzlichen. Känguru. Nee, schade. Hätte fast gepasst. Dänemark. Nee, passt nicht. Geil, wie man so blöd immer so rumklebt. Zu ist schon mal komplett. Schmuck. Nee, passt nicht. Schmuck passt nicht. Kli. MMU. Musik. Okay, Musik. Die Musik. Was? Der. Wer schrieb die Musik zu The Dark Knight? Stopp! Wer schrieb die Musik, Filmmusik zu The Dark Knight? Ich habe am Wochenende über den Film gesprochen, weil ich mit meiner Tochter in dem neuen Batman war. Ich fand ihn unfassbar scheiße. Ich habe überall gelesen, dass der besser sein soll als The Dark Knight. So ein Quatsch. The Dark Knight war schon wegen Heath Ledger überragend. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, dass das, ich weiß es nicht, ich gehe aber mal zu 95% von Hans Zimmer aus, weil der alle Lieder schreibt hier irgendwie in der Filmbranche. John Williams, Hans Zimmer, es wird wohl Hans Zimmer gewesen sein, oder? Schauen wir mal, was der Chat so sagt. Also geraten haben sie es irgendwann auch. Wer schrieb die Filmmusik zu The Dark Knight? Auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. So, hier schreibt Mrs. Cool, ich war am Samstag bei Hans Zimmer live. Und, war Batman am Start? War Batman dabei? Ja, also natürlich hast du recht. Wenn Filmmusik, dann kann sie immer nur von Hans Zimmer oder John Williams sein. Und wenn es mehr rumpelt, dann ist es Hans Zimmer. Wenn es mehr dudelt, ist es John Williams. So einfach ist es. Ja. Wobei, kleiner Geek an der Stelle, ne? Was ich ja geil finde, die Filmmusik zum ersten Fluch der Karibik, ist nicht von ihm. Nicht Hans Zimmer gemacht, sondern sein Praktikant Badelt. Ja. Klaus Badelt, glaube ich. Und es ist ja noch schlimmer. Weißt du, dass es noch schlimmer ist? Oder was? Jetzt erzählst du es, ich bin gespannt. Ja, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber das Theme von Fluch der Karibik, was wirklich jeder kennt auf diesem Planeten, ein sensationelles Theme, bekomme ich so Gänsehaut jedes Mal, wenn ich es höre. Ähnlich bei Jurassic Park. Muah. Egal. Das hat nicht Hans Zimmer gemacht, sondern quasi sein Praktikant. Wie oft, bitte, wacht morgens Hans Zimmer auf und denkt, Alter, was bin ich denn für eine Nulpe? Weißt du, dass es noch schlimmer ist? Erzähl. Und zwar, das Theme ist doch von Hans Zimmer, lustigerweise. Ach nein. Aber jetzt pass auf, schau dir Gladiator an. Ab der Hälfte kommt mal so ein Nebenthema im halben Tempo. Das macht dudeldum-dum, 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 dudeldum-dum. Dieses Thema ist in Gladiator drin und da hat es Hans Zimmer geschrieben. Und Klaus Bartelt, weil Hans Zimmer keine Zeit hatte, hat von ihm einfach schnell dieses Theme hingeschmissen bekommen. Das Nebenthema von Gladiator im Sinne von mach mal irgendwas draus für irgendeinen Piratenfilm, ich habe keine Zeit. Und dann hat er das Thema, hat aus dem Thema, was schon von Hans Zimmer war, einen fertigen Soundtrack gemacht, der mit der erfolgreichste ist. Von Hans Zimmer. Ist kein Scherz, schaut euch Gladiator an, so ab 50 Minuten, ich weiß, ich habe da früher öfters als Dozent immer die Szene gezeigt, kommt das Theme aber halt in halbem Tempo. Ist das irre.
Ich habe Gladiator krass. Schon 17 Mal gesehen und das ist mir nicht aufgefallen. Musst du hinhören. Das ist, wenn sie in diesem kleinen Kolosseum kämpfen. Also nicht in dem großen, dann dem Endkampf, sondern... Das ist ja noch relativ am Anfang. Ja, genau. In dem kleinen. Ach, okay. Das ist ja abgefahren. Ich muss morgen sowieso direkt Gladiator gucken. Ja, es ist Absicht übrigens, dass wir jetzt, ich bin ja der Überleitungskönig. Ich habe das Spiel quasi als Überleitung gebaut, nur damit wir jetzt über Filme reden und Hans Zimmer, weil, was du vielleicht gar nicht so sehr weißt, oder du weißt vielleicht, aber der Chat nicht, Hans Zimmer hat zum Beispiel ja auch die Filmmusik zu König der Löwen gemacht. Muss man sich auch mal vorstellen. Und natürlich auch zu Madagaskar 2. Ja, einer der besten, also wahrscheinlich einer der, also mit Sicherheit in den Top 3 der Madagaskar-Teile ist Madagaskar 2. Und warum bringe ich Madagaskar 2 ins Rennen? Du darfst die Geschichte erzählen, lieber Hannes. Weil in meinem Wikipedia-Artikel steht, dass ich in Madagaskar 2 die Giraffe Stefan gesprochen habe. Geil. Und das stimmt nicht. Doch, das stimmt natürlich. Doch, das stimmt. Ja. Genau so stimmt der Satz. Ich habe in Madagaskar 2 die Giraffe Stefan gesprochen. Ja, manche denken immer, dass du die Giraffe gesprochen hast, aber das stimmt eben nicht. Nein. Sondern die Giraffe Stefan. Die Giraffe hat Bastian Pastewka gesprochen. Die Giraffe Bastian und die Giraffe Stefan. Wie viele Sätze hatte die Giraffe Stefan in Madagaskar? Ich finde, dass du den Zauber jetzt noch nicht zerstören solltest. Lass uns doch einfach noch einen Moment darüber sprechen. Aber gut, dann stelle ich natürlich die obligatorische Frage, wie kam es denn dazu, dass du als Synchronsprecher tätig wurdest? Auch das würde den Zauber vielleicht schon zu schnell zerstören. Also, pass auf, ich erzähle dir die wahre Geschichte. Vergiss Wikipedia, das, was bei Wikipedia steht, ist richtig. So formuliert ist es absolut richtig. Ich habe diese Giraffe in Madagaskar 2 gesprochen. So, das ist korrekt. Wie kam es dazu? Mein bester Freund und Komponist... Moment, Entschuldigung. Der Chat sagt, die Giraffe Stefan war eine Stummfilmfigur. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ähnlich schlimm. Mein lieber Freund André und Komponist von Lambert und Keyboarder von Lambert schrieb mir einst eine Nachricht. Hannes, die Bild-Zeitung sucht den Stimmstar 2008 oder so. Du musst dich da bewerben. Ich war zu dem Zeitpunkt nämlich schon Werbe- und Offsprecher. Das war ich schon, aber ich habe noch nie irgendwelche Figuren oder irgendwas synchronisiert. So, Hannes, du musst da mitmachen. Da hast zwar vielleicht keine Chance, weil ist national und so, aber mach doch mal mit. Was habe ich also gemacht? Ich habe mir eine Szene aus Madagaskar 1 genommen und habe sie komplett neu synchronisiert. Alle 5 Figuren habe ich gesprochen, habe den Ton gemacht, habe die Musik gemacht, habe die Geräusche gemacht, alles neu vertont und habe das als Bewerbung dorthin geschickt. An die Bild-Zeitung oder ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, die Bild-Zeitung. Da haben sich 12.000 andere auch beworben. Und von den 12.000 blieben am Ende, glaube ich, 12 übrig. Da war ich dabei. Und unter diesen 12 wurde dann der Sieger, der Stimmstar 2008, ausgewählt. Das war ich. Wurde in so einem Voting irgendwie gemacht. Keine Ahnung, ich habe gewonnen. So. So weit, so gut. Der Gewinn dieses Votings, bei dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass ich da überhaupt unter die ersten 12 komme, der Gewinn war, und jetzt bitte gut zuhören, Chat und Basti, ein Wochenende Berlin, Synchronisierung in dem Film einer Rolle und man steht im Abspann des Films. Ist ja geil, wenn man Kinder hat, kann man denen zeigen, hier, guck mal, Papa steht im Abspann von einem Hollywood-Animationsfilm. So, bis hierhin hört sich das auch geil an, Basti. Dann kam das Wochenende in Berlin. Ich fuhr mit dem Zug, bezahlt von der Bild-Zeitung, also nach Berlin. Wurde von einem Taxi, was ich selber bezahlt habe, zum Synchronstudio gefahren. Ging dort rein. Und es war sensationell. Studios kannte ich ja schon, aber das ist schon mal eine andere Nummer. Das war so, also schon Leinwand. Quasi Berliner Synchro, das sind ja die ganz großen Sachen machen. Also das ist schon. Ja, genau, ja. Die haben Star Wars dort gemacht, als Beispiel in den 80ern alles. Und so. Also, heilige Hallen, ja. Ich war den Tränen nahe, es war alles sensationell. Dann kommt der Synchronregisseur auf mich zu, spricht mit mir, ganz netter Kerl, ganz super, alles in Begleitung eines Fotografen und einer Redakteurin der Bild-Zeitung
Und er spricht mit mir und ich denke, irgendwie kenne ich ihre Stimme. Und dann sagte er, ja, ich bin Doktor, so wie noch, ich bin die Stimme von, jetzt fällt mir der Name nicht ein, hier, Flintstones und... Fred Feuerstein. Ja, nee, der andere. Barney Geröllheimer. Wieso hast du jetzt kein Licht mehr? Wie tust du jetzt hier das Licht aus? Die Bildzeitung hat mir dieses Licht ausgeknipst. Das sieht geil aus. Mal kurz, was ist denn jetzt mal los? Mal kurz was, ich mach das Licht an. Ja, mach doch mal das Licht wieder an. Also der Strom ist noch da. Ja, hier sehen wir, achtet nur auf seine Stimme beim Synchronsprechen. Wir brauchen kein Bild dazu. Das ist völlig richtig. Das ist die Energiesparlampe. Die ist nee, der Akku war alle von diesem Panel-Ding. Ich hatte den Stecker nicht drin. Unprofessionell. Wirklich. Je nachdem, egal. Dunkelster Gast. So. Dunkelster Gast bisher. Was für ein dunkelster Gast? Ja, dunkelster Gast. Ich habe dann einen Satz bekommen. Ich kann dir den Satz immer noch sprechen aus dem Film. Der Satz lautete, Achtung für Klippen, jetzt, Zuba wüsste genau, was zu tun ist. Wo ist Zuba? Das war mein Satz. Und den habe ich viermal gesprochen. Er war beim ersten Mal genau wie beim vierten Mal, aber ist ja egal, damit sich das gelohnt hat, die 5 Minuten im Studio. Dann bin ich wieder rausgegangen. Hab noch mit der Stimme von Leonardo DiCaprio draußen eine geraucht. Damals habe ich noch geraucht. So, und dann habe ich mich auf mein Hotel gefreut. Dass es nicht gab. die Redakteurin sagte dann, so Hannes, dein Zug fährt in 1 Stunde, wir fahren dich jetzt zurück zum Bahnhof. Und ich habe gesagt, warte mal kurz, was ist denn mit meinem Wochenende in Berlin? Welches Wochenende in Berlin? Ich sage, na das, was ich gewonnen habe. Nee. Wir sollen dich jetzt wieder zum Zug, also und dann fährst du wieder nach, ach so, ja, okay. Ja, da war ich morgens um 10 in Berlin, hab dann bis um 12 diese Rolle eingesprochen von der Giraffe Stefan und war so gegen 17 Uhr wieder zu Hause. Das Glamour. War mein Gewinn der Bildzeitung und ich habe diesen einen Satz, der ungefähr, wenn ihr den Film zu Hause habt, bei Minute 59 ungefähr kommt der. Man muss aber ganz gut hinhören und dann hört man den kurz. Aber volle Möhre. Also man, der ganze Satz ist drin geblieben. Ein Satz in Berlin quasi. So, ein Satz in Berlin. Und jetzt rate mal, wer nicht im Abspann steht. Nicht im Abspann von Madagaskar 2 steht. Stefan. Also. Die Giraffe Stefan. Aber auf Wikipedia stehst du und, glaube ich, bei Madagaskar 2 selber beim Wikipedia-Artikel stehst du auch drin. Also du hast das da, kann sein, das kann alles sein, ja. Du immerhin. Hast überall die Credits, nur halt nicht im Filmaufspann. Ach so. Ja. Angeblich, mir hat jemand geschrieben, angeblich stehe ich doch im Abspann. Vielleicht habe ich mich auch nur übersehen, aber. Vielleicht bei den Danksagungen. Wir danken Dingsbums für die Zigarette. Wir danken ganz speziell dem Stimmstar 2008, genau. Ja. Ach, krass. Ja, das ist, ja, passiert. So. Boah, ey, also. Aber du weißt, wie es ist. Auch du bist ein Marketingmann. Man kann sein Leben lang sagen, ich bin die Stimme von Giraffe Stefan in Madagaskar 2. Punkt. Ich hab dich schon so oft. Das reicht für die Vita dicke aus. Hey, wie oft ich dich als die Stimme aus Madagaskar vorgestellt habe, wenn einer gefragt hat, wer ist der Hannes? Das ist am einfachsten. Ist auch nicht falsch. Ja, es ist auch nicht falsch. Es ist auch nicht richtig. Die Giraffe. So. So. Ja, das ist ein bisschen so, wie wenn ich sage, keine Ahnung, ich hab für Alanis Morissette gearbeitet und eine goldene Schallplatte. Dann richtig. Stimmt das. Was habe ich gemacht? Sie hat sich so krass versungen, dass ich einen Tag ihre Vocals editiert habe, damit man überhaupt mit dem Zeugs arbeiten konnte. Und ich kann seit diesem Augenblick kann ich nie wieder Musik hören von Alanis Morissette. Weil diese Stimme das penetranter ist als deine Nasenflöte. Jede zweite deutschsprachige Sängerin heute hat doch im Wikipedia-Eintrag, dass sie schon Background-Sängerin von Michael Jackson und sonst wem war. Da hat die wahrscheinlich auf dem Stadtfest von Oer-Erkenschwick hat die mal irgendwie den Background-Gesang von so einem Michael Jackson-Double gemacht. Egal. So, wenn das in der Vita steht, steht das in der Vita. Ja, aber dein Produzententeam laut Wikipedia hat hier wen auch gemacht? Sarah Connor, oder was? Und das dann, stimmt allerdings, ja. Und dann war ihr als Duo. War die als Duo auf Tour, du und die Sarah? Ja, damals hieß sie aber noch nicht Sarah Connor, sondern damals hieß sie noch Sarah Günther. Gray. Ach so. Sarah Gray. Und war nur in Delmenhorst und Umgebung bekannt. In Hannover versuchte sie gerade Fuß zu fassen. Eine sehr extremst liebe Person,
damals. So, und warum hat sie es geschafft und du nicht? Weil sie eben monetär gedacht hat, im Gegensatz zu dir. Wie immer, exakt. Ja, das ist der Grund. Das ist der Grund. Ich war damals mit Sarah bei so A&R-Gesprächen dabei. Das brauche ich dir nicht zu erzählen. Die sind ja sensationell. Und da saßen die A&R-Manager von den ganz großen Companies mit ihr zusammen am Tisch. Und ich durfte nur zuhören. Ich war nur dabei. Ich hatte nichts zu sagen. Und da war der Originalton damals, wir reden von der Jahrtausendwende, ja, Sarah, alles toll. Deine Demos sind super. Du siehst natürlich auch fantastisch aus. Aber Mariah Carey haben wir schon gesigned. Ja, Klassiker. Und du hast dieselbe Stimme und deswegen brauchen wir dich nicht. Danke, tschüss, Ende. Ja, ich hatte auch im Angebot damals bei so einem A&R-Meeting die deutsche, es war auch so eine Soul-Sängerin, keine Ahnung, die deutsche, keine Ahnung, auch die Mariah Carey. Und alle A&Rs haben sich die nur aus einem einzigen Grund angeguckt, kann ich dir genau sagen. Das war die Körbchengröße. Das war das einzig Spannende an ihr. Die hatte eine tolle Stimme, ich fand sie super sympathisch, aber alle wollten nur kommen, um sie singen zu hören, Kontakt auszutauschen und dann zu sagen, dich signen wir eh nicht, aber schön, dass wir uns mal sehen konnten. Ja. Das war alles. Wir wollten nur ein Foto mit ihr. Exakt so war es bei ihr auch. Die sah damals original aus. Ich sag's, wie es ist. Die sah aus wie eine rumänische Prostituierte. Straßenstrich ganz hinten. Wirklich. Und in heute? Roten Lackstiefeln und so. Es sah so scheiße aus. Aber so scheiße. Aber sie ist erfolgreich. Also in ihrer Welt ist sie, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was macht Sarah Connor heute? Ich glaube, die ist immer noch extrem erfolgreich. Die hat dann die Plattenfirma, wir waren bei einer Plattenfirma, sie hat dann die Plattenfirma gewechselt und hatte, glaube ich, 3 Monate später ihren ersten Nummer-1-Hit und hatte auch sofort eine andere Handynummer. Ja, die kam nie wieder an sie ran. Die ist dann zu, ich glaube, war das damals Excel Records, glaube ich? Die gibt es ja auch nicht mehr. Excel hat damals Guano Apes und sowas gemacht, die waren so ein Ableger. Die waren relativ erfolgreich und irgendwie nach, und H-Blocks oder so, also die haben so ein paar interessante deutsche Titel gemacht, die haben überhaupt nicht auf Musikrichtungen geguckt, sondern deutsche Künstler irgendwie gemacht. Ja. Und dann waren die irgendwann weg auf einmal, da war das Label irgendwie auf einmal tot. Ich glaube, es war damals, Sarah Connor war bei Excel, ich glaube, ich bin mir fast sicher. Das kann ich tatsächlich nicht mehr sagen, aber die hat die Firma gewechselt und war sofort, hatte die ihren ersten Nummer 1. Aber geht's dir auch so, wenn du den Namen Sarah Connor hörst, dass du mehr an den Terminator denkst als an sie? Nein. Also weil ich schon. Sie tatsächlich damals sehr, sehr gut kannte. Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, wir waren eng befreundet, aber wir waren. Aber du hast ja gebumst, befreundet. Ganz normal. Nein, so. Definitiv nicht. Weißt du, mit wem sie damals zusammen war, als wir Kontakt hatten? Sie war damals zusammen mit Martin Scholz, dem Sänger von Touché. Ach du Scheiße. Jawohl, der Bohlen-Band, der Bohlen-Retorten-Band, mit dem war sie damals zusammen. Also, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber ich glaube, das war öffentlich. Ja, jetzt weiß es zumindest jeder. Oh. So. Also, du bist also Synchronstimmwunder, Gesangsstimmwunder. Du bist ein Stimmwunder und deswegen habe ich mir ein wunderbares Spiel für dich ausgedacht, weil du so ein Stimmwunder bist. Und Stimmwunder, das, ja. Das Spiel trägt den Namen Jede Stimme zählt. Das hört sich gut an. Und zwar, wenn du schon so ein guter Synchronsprecher bist, habe ich mir gedacht, ich spiele dir jetzt Synchronsprecher vor und möchte von dir wissen, welche Rolle spricht denn dieser Synchronsprecher? Also zu welchem Schauspieler, nicht Rolle, zu welchem Schauspieler gehört der? Und meistens haben Synchronsprecher ja auch mehrere Schauspieler, das heißt, es gibt sogar noch Sonderpunkte, wenn du sagst, ach, der spricht nicht nur sondern auch und ja. So. Ja gut, okay. Du musst natürlich nicht wissen, wie die Synchronsprecher heißen, das ist klar. Weiß ich vielleicht sogar, wer weiß. Pass auf. Gibt es auch Punkte? Das gibt auch Sicherheit auch Punkte. Okay. Ich guck mal, mit wem wir anfangen. Den hebe ich mir auf. Den auch. Was heißt denn hier noch? Da kann ich kurz die Anekdote von Rolf Schuld erzählen. Rolf Schuld? Ich glaube, Rolf Schuld heißt er. Die Stimme von Anthony Hopkins. Jahrelang. Und eine sensationelle Stimme, den kennt man auch aus Dokus. Das ist immer die Stimme, die so leicht, weißt du, was ich meine? Diese Stimme. Und der Vater ist dann gestorben, Gott hab ihn selig, und sein Sohn spricht jetzt seine Rollen weiter und die Stimme ist exakt die gleiche. Das ist so geil. Aber möchtest du in deiner Vita stehen haben, die Stimme von Sarah Connor oder so, weißt du? Verstehst du, ich finde das so ein bisschen traurig, wenn es heißt, was ist dein Beruf? Ja, ich bin die Stimme von. Ja. Der sitzt sind in das Hollywood ja auch Schauspieler, und, aber wenn du die dann in einer deutschen Produktion siehst, denkst du halt immer, hä? Was
Mal ganz kurz, der spricht wie Robert De Niro, ja. Aber der sieht ganz komisch aus. Das ist nämlich das Gute. Ich habe nämlich die Fotos von den netten Leuten hier mit dabei. Cool. Das heißt, wir können okay. auch ein bisschen gucken, wie die eigentlich aussehen. Wir fangen mal mit dem ersten an. Lieber Chat, ihr könnt ja auch mal mitraten. Mal hinhören. Ich habe hier ein kleines Soundschnipsel. Und zwar hören wir den wunderbaren Bernd Rumpf. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Falls Sie auf Lösegeld aus sind, kann ich Ihnen versichern, ich habe kein Geld. Aber was ich habe, sind einige ganz besondere Fähigkeiten. Kannst natürlich immer wieder nochmal spielen, wenn es dir hilft. Ja, mach bitte nochmal. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Falls Sie auf Lösegeld aus sind, kann ich Ihnen versichern, ich habe kein Geld. Aber was ich habe, sind einige ganz besondere Fähigkeiten. Das ist nicht einfach. Ich habe nicht unbedingt seine Paraderollen genommen. Ich schwanke zwischen zwei Schauspielern. Mach bitte nur noch ein einziges Mal an, nur den ersten Satz vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Falls Sie auf Lösegeld aus sind, kann ich Ihnen versichern, ich habe kein Geld. Also, ich bin mir nicht tausendprozentig sicher, aber ich glaube Liam Neeson. Das ist schon mal richtig. Er spricht Liam Neeson, korrekt? Die und? Szene hier auch aus, wie heißt dieses, da gibt es ja 7 Teile von dem, wo er immer das gleiche Wollmal für seine Tochter rettet, glaube ich. 96 Hours. Er spricht aber auch, und jetzt hören wir gleich nochmal hin, achtet mal so ein bisschen drauf, er spricht auch Alan Rickman. Da natürlich mit einer, genau, da natürlich mit einer anderen Stimmfarbe, es ist klar, aber acht okay. mal, stell dir mal vor, er würde sagen, Potter, bla bla bla, hör mal hin. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Ja, ja. Falls Sie auf Lösegeld aus sind, kann ich Ihnen versichern, ich habe kein Geld. Aber was ich habe, sind einige ganz besondere Fähigkeiten. Also ja, ja. Alan Rickman sogar fast noch bekannter, aber natürlich das Liam Neeson. Und ganz geil, er spricht auch Ed O'Neill in Wayne's World 1 und 2, wer ach, das komm. Gesehen hat, was natürlich auch super geil ist. So. Ja, das ist halt lustig bei Sprechern, ne? Man hat immer eine Schauspielerstimme, eine Schauspielerbild im Kopf. Und wahrscheinlich ist es am Ende der Schauspieler, den man am meisten gesehen hat. Und ja. von den genannten ist es klar Liam Neeson bei mir. Ja. Liam Neeson. Genau. Ich lass dir auch durchgehen, wenn es zum Beispiel einer ist, der eher, keine Ahnung, zum Beispiel irgendwelche Comicfiguren spricht. Das ist natürlich klar, dass der dann nicht eine echte Figur spricht, sondern sagst halt, ja, das ist klar Bart Simpson. So, okay, weißt du? Okay. Also das ja, ist dann auch okay. Ja, Simpson so gut kenne. Ja, ja, jetzt, wo ich schon Bart Simpson sage, ist es ja nicht Bart Simpson. Komm, wir machen den nächsten. Der ist auch nicht ja. einfach. Und zwar habe ich mitgebracht Frank... Sag nicht die Stimme, sag nicht den Namen. Okay, ich sag nicht den Namen, ich löse danach auf. Wir hören genau. mal rein, hier die nächste Stimme. Man muss denken wie eine Maus. Wenn Sie das können, wenn Sie denken wie eine Maus, dann können Sie Ihre gemeinen Winkelzüge vorhersehen und dann, bumm, sayonara, Maus. Keine boah, ist das schwer. Keine. Das ist echt Alter, das sehr ist schwer. Mega schwer. So, ich mach nochmal. Ich habe wirklich gedacht, dass ich mich über die Bilder von den Leuten zum Beispiel auch ranhangeln kann, aber den Menschen habe ich noch nie gesehen. Hat keine Ähnlichkeit. Ich kann dir ja den Namen nennen. Das ist Frank Glaubrecht. Doch, den kenne ich aber. Frank Glaubrecht kenne ich. Ist auch Schauspieler. Ich komme ja nicht sogar aus München, bin mir unsicher. Hör mal nochmal genauer hin. Man muss denken wie eine Maus. Wenn Sie das können, wenn Sie denken wie eine Maus. Dann können Sie Ihre gemeinen Winkelzüge vorhersehen und dann, bumm, sayonara, Maus. Das ist natürlich eine ganz schlechte Rolle, die er da spricht. Die ist Maus, gar nicht so bekannt. Maus. Ja, du lässt dich jetzt von der Rolle ablenken. Lustigerweise kenne ich den Satz. Der ist aus Stuart Little oder sowas. Ich glaube, der ist aus dem Film Mäusejagd. Mäusejagd? Den ja. habe ich noch nie gesehen. Ja, ist auch kein sehr guter Film. So, der Chat redet hier gerade schon ein bisschen interessante Namen. Ich möchte jetzt gerne den Chat sehen. Du möchtest gerne den Chat sehen? Ja, wir können. Nein, mach nicht. Ich will ja vielleicht noch einen Glückstreffer landen. Pass auf, ich versuche dir noch ein letztes Ding zu geben. Er hat in den 90ern eine der wichtigsten Franchise-Rollen gesprochen, die es so gibt im Filmbusiness. Hör mal hin, vielleicht in den 90ern war er quasi die Blockbuster-Stimme überhaupt. Man muss denken wie eine Maus. Wenn Sie das können, wenn Sie denken wie eine Maus, dann können Sie Ihre gemeinen Winkelzüge vorhersehen und dann, bumm, sayonara, Maus. Ey,
Also, Der Chat hat schon ein paar Leute, so ein Case kann ich schon sagen, das ist zum Beispiel auch schon sehr nahe, auch Max Mustermann ist nicht so, ist auch alles richtig, ist noch nicht seine besten Rollen, die er gesprochen hat, aber spricht er auf jeden Fall. Ich helfe mal ein bisschen. Nee, ich komm, löse mal auf, oder? Dann hör noch mal genau hin. Ich komme nicht drauf. Pass auf, die Franchise-Rolle in den 90ern ist Pierce Brosnan. Er ist zum Beispiel Pierce Brosnan 007. Ist auch noch nicht seine bekannteste Rolle, sondern zum Beispiel, und da kennst du ihn sicher her, Kevin Costner spricht er zum Beispiel. Quatsch! Doch! Das ist doch nicht die Stimme von Kevin Costner! Das ist die Stimme von Kevin Costner. Da spricht er halt anders. Und Al Pacino. Und hier im Chat hatten wir auch noch Antonio Banderas, Christopher Walken, also ganz viele solcher Leute. Aber am ersten, finde ich, kann man Pierce Brosnan erkennen. Achte mal drauf, ob es Pierce Brosnan ist. Man muss denken wie eine Maus. Wenn Sie das können, wenn Sie denken wie eine Maus, dann können Sie Ihre gemeinen Winkelzüge vorhersehen. Ja, es war wirklich extrem schwer. Aber ohne Witz, wenn du sagst Kevin Costner, dann höre ich Kevin Costner, ja, das geht aber schon. Er spricht natürlich null wie Kevin Costner. Nee, er hat die falsche Stimmfarbe. Ich habe bewusst, ich hab bewusst Stimmsamples rausgesucht, die nicht so einfach sind aus seiner Paraderolle. Weil sonst ist es ja zu einfach. Weil, wie gesagt, wenn jetzt einer sagt, ich bin Homer Simpson, bla bla bla. Nee, das ist einfach. Komm, wir machen mal was Einfaches. Den Namen verrate ich nicht, weil den Namen könntest du gegebenenfalls sogar kennen. Okay. Bin mal gespannt, ob du diesen Menschen hier erkennst. Achtung. Wir sind in Segment 202, Rasterfeld 9, Planquadrat 15H, 32, plus minus 2 Meter. Captain America ist über 26 Meilen am Ziel vorbeigedonnert. Legende, der Mann. Und lustigerweise habe ich nicht eine einzige seiner Rollen geguckt. Ich kenne nicht Schwammkopf und dieses ganze Kram, aber das ist Santiago Ziesma, eine Legende im Synchronsprechen. Genau, und der Chat sagt schon SpongeBob und ganz krass auch natürlich Steve Urkel. Genau. Der Schauspieler heißt Jalel White, weil den kennt ja keiner. Und wenn man so eine ernsthafte Rolle will, ich finde, da hat er auch so ein bisschen Ähnlichkeit, Steve Buscemi natürlich. Richtig. Ganz genau. Der auch immer diese krasse Stimmfarbe hat. Wir hören mal nochmal hin, weil er hat so geile Stimme. Wir sind in Segment 202, Rasterfeld 9, Planquadrat 15H, 32, plus minus 2 Meter. Captain America ist über 26 Meilen am Ziel vorbeigedonnert. Hier natürlich und leider so wahnsinnig festgeschwurbelt auf diese SpongeBob-Rolle. Ich finde das so schade. Ich könnte den Mann jeden Tag im Fernsehen hören. Das ist ein sensationeller Typ. Und auch ein extrem lustiger, sympathischer Kerl. Ja, also ich, genau. Aber ich finde seine Stimmfarbe einfach auch sensationell. Die ist also auch super eigenständig. Ganz, 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 ganz schwierig da was anderes zu machen. So, pass auf. Zwei habe ich noch. Ich mache mal hier den nächsten. Ich habe übrigens nur Männer rausgesucht, weil ich dachte mir, jede Stimme zählt, dann nehme ich nur Männer. Bei Frauen gibt es auch nur Jodie Foster. Ja, fürchterlich. Also die spricht alles. Die spricht alle Frauen, genau. So, jetzt pass auf. Achtung, der nächste Mann, ab geht's. Ich würde es vorziehen, dass man mir eine Pickelhaube in den Hintern steckt, anstatt diesen hochnäsigen Franzmann kennenzulernen und mit ihm zu plaudern. Wenn Sie mich fragen, sollten Franzosen nur bei einem Ereignis Gastgeber sein, bei einer Invasion. Ja, kenne ich dann natürlich die Stimme. Das ist aber auch das Problem, dass ich keine seiner Rollen kenne. Ich glaube aber, Achtung, dass der den Commander Data gesprochen hat. Wenn das Commander Data ist, ich bin in dem Universum nicht zu Hause, dieser weiß gefärbte Mensch. Oh, interessant. Enterprise. Kann da mal kurz einer googeln, ob der Commander Data gesprochen hat? Habe ich zumindest nicht auf der Liste. Ach so, okay. Ich kenne noch ein paar ikonischere Rollen, aber es könnte erstmal stimmen. Ja, ich spiele mal nochmal ab, vielleicht fallen dir noch mehr extrem, also eine geile Stimme habe ich jetzt hier schon im Chat, die ist auf jeden Fall exzellent als Schauspieler. Mal schauen, vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Ich würde es vorziehen, dass man mir eine Pickelhaube in den Hintern steckt, anstatt diesen hochnäsigen Franzmann kennenzulernen und mit ihm zu plaudern. Wenn Sie mich fragen, sollten Franzosen nur bei einem Ereignis Gastgeber sein, bei einer Invasion. Ich weiß leider den Schauspieler gerade nicht. Sonst eine Rolle? Christopher Walken sagen, ist aber Quatsch, der heißt aber auch irgendwas mit Christopher. Der Professor aus Zurück in die Zukunft. Wie heißt der? Christopher Lloyd. Lloyd. So, Christopher Lloyd. Das ist das zum Beispiel Christopher Lloyd, ganz genau. So. Sehr, sehr, sehr gut. Genau. Das ist zum Beispiel Christopher Lloyd. Du kennst ihn. Die Rolle, die wir da gerade gehört haben, ist Rowan Atkinson, also Mr. Bean. Er ist die Stimme von Mr. Bean. Genau. Und woher du ihn vielleicht auch kennst, ist natürlich Stanley Tucci.
Weiß nicht, ob du dein Gesicht geradezu hast zu Stanley Tucci, aber wenn du weißt, wer Stanley Tucci ist, dann kriegst du auch die Stimme nicht mehr aus dem Kopf. Stanley Tucci? Ja, Stanley Tucci. Sagt mir gar nichts. Wenn okay. ich den jetzt sehe, dann bestimmt, ach so, ja. Natürlich. Soll ich dir schnell ein Foto von Stanley Tucci einblenden? Warte mal, ich mache hier mal irgendwo kurz einen Browser auf. Mach dir mal einen Browser auf und schau dir mal Stanley Tucci an. Wir gucken dabei, ob du recht hattest, dass das Commander Data war. Stanley, ach so, natürlich kenne ich Stanley Tucci, ja. Ja. Ich habe so ein Problem mit Namen, aber den Typ kenne ich selbstverständlich. Hier, Teufel trägt Prada und sowas. So, Brand Spinner. Synchronstimme von Brand Spinner. Wir müssen ja hier kurz den Faktencheck machen. Vielleicht hattest du ja recht. Sind hier irgendwelche Trekkies im Chat? Dieser aus Raumschiff Enterprise, der mit diesem weißen Gesicht, ist das Data? Das ist Data, aber die Synchronstimme stimmt nicht. Das ist nicht er. Ah, schade. Aber ähnliche Farbe, also aber ist es nicht genau. So. Okay. Danke, Chat. So, ein letzter. Ach, schade, schon vorbei. Ich glaube, da könnte es vielleicht, also ich tat mir schwer, den Schauspieler herauszuhören, aber vielleicht die Rolle oder die Rollen. Achtung. Ich bin gespannt. Die Old North Judge in Boston, in der Thomas Newton eine Laterne im Kirchturm aufhängte, um so Paul Revere vor dem Anmarsch der Briten zu warnen. Eine hieß über Land, zwei auf dem Seeweg. Eine Laterne an der Wendeltreppe des Kirchturms. Dort müssen wir suchen. Nach oben. Den kenne ich aus Hörspielen. Oh, ja, Mann. Auf jeden Fall ganz viele Hörbücher auch. Ja. Aber hat auch ein paar gute Rollen. John Sinclair-Nummern mit. Ach Mann, ey. Ja. Also der Erste im Chat hat auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Tipp für eine Rolle. Ich lass mal nochmal laufen. Komm. Die Old North Judge in Boston, in der Thomas Newton eine Laterne im Kirchturm aufhängte, um so Paul Revere vor dem Anmarsch der Briten zu warnen. Eine hieß über Land, zwei auf dem Seeweg. Eine Laterne an der Wendeltreppe des Kirchturms. Dort müssen wir suchen. Nach oben. Was auch immer dieses Kleine da oben. Vielleicht hilft dir der Name. Sein Name ist Achim Höppner. Beziehungsweise war Achim Höppner, der ist verstorben schon vor, ich weiß nicht, 15 leid. Jahren. Der ist vor 15 Jahren verstorben? Ja, oder? Ja, 15 Jahre. Da war ich 12. Ja, was fast. Die? Du kennst aber die Filme, wo er synchronisiert hat. Komischerweise, als du den angemacht hast, hatte ich sofort so einen Dumbledore-ähnlichen Typ im Kopf. So ein Dumbledore-ähnlichen Typ? Also ich glaube nicht, dass es... Ja, so ein Typ mit weißem Bart. Ah, okay, aber... Ja? Aber nein, es ist nicht Dumbledore. Es ist nicht Dumbledore. Aber so ein Typ habe ich sofort im Kopf. Was gibt's denn noch? Hier habe ich auch nicht gesehen, diese ganze Herr-der-Ringe-Geschichte. Wie heißt denn der Dumbledore aus Herr der Ringe? Frodo, nein, Gandalf natürlich meinst du, oder was? Gandalf! Den hatte ich im Kopf. Ja, hören wir mal hin, ob der wie Gandalf klingt. Die Old North Judge in Boston, in der Thomas Newton eine Laterne im Kirchturm aufhängte, um so Paul Revere vor dem Anmarsch der Briten zu warnen. Eine hieß über Land, zwei auf dem Seeweg. Eine Laterne an der Wendeltreppe des Kirchturms. Dort müssen wir suchen. Nach oben. Ja, natürlich spricht er den Gandalf. Oh. Denn Gandalf wird gespielt von Ian McKellen. Ah, okay. Und deswegen ist er Gandalf. Deswegen spricht er auch zum Beispiel in, das hier ist jetzt hier gerade hier die verlorenen Bücher von Tralala. Wie hieß denn dieses komische Abenteuer-Scheiß-Zeugs da? Panem? Nee, keine Ahnung. er spielt ja auch bei X-Men den Bösewicht dann natürlich. Hier den Magneto. Dann kannst du hinhören, seine Stimme, auch Christopher Walken hat er natürlich gesprochen, ist ja auch so ein Ding. Und manchmal Clint Eastwood. Ach, guck an. Aber am bekanntesten ist er für Gandalf. Und ich habe den lieben Achim nur deswegen rein. Grüße quasi an Achim, weil ich mit ihm das Vergnügen hatte, sowohl zu Schauspielern auf der Bühne, als auch ihn als Synchronsprecher mal für ein Bandprojekt zu kriegen, wo ich ihn als Gandalf habe auf einer CD auftauchen lassen, was bis heute eins meiner Studio-Highlights war. Und deswegen dachte ich mir, hey, das nehme ich wieder als kleinen Übergang, damit wir hier weitermachen können. Hast dich sehr gut geschlagen, finde ich.
in diesem Quiz, oder? Habe ich überhaupt Punkte gemacht? Ich habe überhaupt nicht mitgezählt. Doch, doch, doch. Wir zählen ja eh die Punkte nicht mit. Der Chat muss ja einfach nur entscheiden, ob er am Ende sagt, du bist ein guter Gast. Also bisher. Ja, aber ich habe mir jetzt bei allen, das musst du ja jetzt auch mal überlegen, ich habe mir bei allen Harry Potter Fans es verscherzt. Ich habe es mir bei allen Herr der Ringe Fans verscherzt. Ich habe es mir bei allen, weißt du, was ich jetzt bei den Brettspielern? Bei den Brettspielern sowieso. Hip-Hop-Musiker. Ich habe es mir bei allen verscherzt. Selbst bei Sarah Connor. Sogar bei den Sarah Connor-Fans. Und den bei den Metallica-Fans. Ja, weißt du, ich kann doch gar nicht mehr gewinnen, Basti. Es ist unmöglich. Ich kann nur darauf hoffen, dass aus meiner Community noch welche wach sind um 3.40 Uhr, wenn wir aufhören. Und die dann für mich abstimmen, einfach nur, weil ich es bin. Wir hoffen auf ein Wunder für dich, Handel. Mittelmäßig. Ich gehe gleich heulend ins Bett. Genau, keine Ahnung von Musik, Film und Brettspielen. Läuft. wir haben das Opfer reingeholt. Ja, jetzt musst du halt, da musst du etwas anders punkten. Ich habe mir noch aufgehoben, dass du hattest es schon leicht angeteasert, aber wir müssen es auch mal ein bisschen machen. Wir müssen auch diesen Schlenker ein bisschen machen, dass du ja eben nicht nur der nette Clown mit der roten Nase bist, der hier Entertainment macht auf Twitch-Kanal. Ja. Übrigens, hast du manchmal dir die rote Nase aufgesetzt? Lustigerweise, wenn du dir die rote Nase aufsetzt, ist das in aller Regel eher ein Zeichen dafür, dass es jetzt eher der, sagen wir mal, der traurige Clown mal wird. Ja, richtig. Dann packst du eher mal die ernsten Themen aus, die dir halt wichtig sind. Wir müssen die jetzt gar nicht alle durchgehen, aber mir ist das, ich finde das insofern erstmal bemerkenswert und sympathisch, dass du dich da auch öffnest, das mit der Community teilst und da eben auch natürlich aus einem grundeigenen Bedürfnis das halt machst, also du möchtest darüber sprechen, ist ja auch Selbstreflexion, sonst irgendwas, aber gleichzeitig damit auch was machst, was die anderen nicht machen, eben nicht nur einfach irgendeine Fake-Rolle online spielen, sondern halt auch mal, wenn du einen schlechten Tag hast, dann machst du halt daraus quasi deinen Content. Ja, du findest das vielleicht ganz okay, aber ich habe dafür sehr viel auf die Fresse gekriegt, weil viele natürlich sagen, und ich verstehe diese Ansicht auch, dass sowas privat ist und man das nicht in der Öffentlichkeit breittreten sollte. Also das habe ich sehr oft als Kritik gehört und ich kann das auch nachvollziehen. Also ich kann die Kritik auch total nachvollziehen, aber ich denke halt immer, du musst irgendwie auch authentisch sein. Und ich spreche dann im Stream, also das habe ich viel zu wenig gemacht tatsächlich für meine Verhältnisse, aber ich spreche im Stream vor allen Dingen über das, was mich beschäftigt. Und wenn das was Privates ist, dann ist das was Privates. Also ich würde das ja nicht trennen. Es macht auch für mich keinen Sinn, dann zu sagen, nee, heute erzähle ich mal nicht über das und das Thema, weil das ist mir zu öffentlich, so ein Quatsch. Also ich meine, du bist bei Twitch und drückst auf Aufnahme und dich sehen 50 bis 3 Millionen Leute. Das ist doch völliger Quatsch, dann zu sagen, ja, hier, ihr seht meine Kommode, wo meine Unterhosen drin sind, aber ich erzähle nicht über die Themen, die mich beschäftigen. Also so ein, muss ja jeder für sich selber entscheiden, aber ich habe dafür sehr viel Kritik bekommen, dass ich solche Themen auch öffentlich mache. Okay, ja, das finde ich so ein bisschen schade, weil ich hoffe, du lässt dich da nicht entmuntern. Also dein Kanal ruht quasi, es kam Kriegsbeginn hier in der Ukraine und du hast relativ schnell gesagt, dass du einfach unter den Voraussetzungen nicht Lust hast, mit den Leuten Spielshows zu machen und zu entertainen. Genau. Das ist der Punkt gewesen. Und gleichzeitig ein politischer Stream, den haben wir ja gemacht, ich war bei dir auch zu Gast, wir haben ein bisschen versucht zu talken, aber wir sind an vielen Stellen ja an den Punkt gekommen, wo du sagst, hey, wir können hier gar nicht mitreden, weil wir viel zu wenig wissen. Wir können eigentlich nur, danke Major Gags für die 100 Biddies. Wir können nur uns selbst fragen, darf man Klamauk machen, wenn ein Krieg in Europa ist? Und die Antwort ist immer noch ja, sonst würden wir auch heute nicht bester Gast bisher machen. Die Antwort musste auch ja sein, aber man muss trotzdem nicht jeden Gag machen. Das ist die zweite Antwort. Und es gibt eben nicht nur schwarz-weiß, sondern es gibt halt auch alle Farben dazwischen, die wir auch spielen können. Und ich fand es bei dir total bemerkenswert, auch hier kleine Sehempfehlung, auch wenn du sagst, du hast auf die Mütze bekommen, ich muss es einmal ansprechen, aber wir müssen auf dem Thema nicht rumdingseln. Dieses Video zum Thema Entfremdung, wo du den Stream gemacht hast, das hat auch in meiner Community den einen oder anderen persönlich angesprochen. Du hast es ja selbst auch geframed als etwas, wo einfach noch viel zu wenig in der Öffentlichkeit drüber gesprochen wird, wo es einfach, wo man irgendwie, also wo irgendwie ein Thema, was irgendwie hinter vorgehaltener Hand irgendwo stattfindet und was aber eigentlich durchaus viele, viele Millionen von Menschen wahrscheinlich betrifft,
die vieles in sich hineinfressen. Und ich sehe auch gerade schon, hier wird auch schon ein YouTube-Link gepostet. Das müsst ihr euch auf jeden Fall einfach mal angucken. Auch wenn es euch nicht betrifft, es ist was zum Nachdenken und vielleicht hilft es auch dabei, sagen wir mal, das Positive noch mehr zu genießen, was man im Leben hat und dankbar für das zu sein, was man hat und nicht immer für das, was man nicht hat. So. Ja, also gerade seit ich pausiere, denke ich natürlich viel über den Stream und damit auch letztlich über mich selber nach. Und mir ist halt aufgefallen, das ist eine harte Erkenntnis, aber es ist so, je beschissener es mir im Leben ging, desto besser habe ich unterhalten. Und das passt ja auch ein bisschen zu diesem klassischen Clown, der immer dann in die Manege geht, wenn es ihm am schlimmsten geht eigentlich und der aus der Manege rausgeht, sich dann irgendwo an den Tisch setzt und erstmal heult für sich alleine, dann ist aber die Manegenvorstellung halt einfach die beste. Und dann wird einem halt auch oft vorgeworfen, das wäre eine Fassade. Also in dem Moment, wo ich so eine rote Nase aufsetze und lache, dann ist das halt eine Maske, die man aufsetzt. Ich glaube, das ist aber Quatsch. Ich glaube, dass das schon die Unterhaltung oder der Drang, Leute zu unterhalten, dass das erstmal nicht eine Maske ist, sondern dass du das wirklich, also du fühlst das und in dem Moment, wo du Menschen unterhältst, vergisst du deine eigene Scheiße. Ja. Und deswegen ist Unterhaltung immer dann am besten, wenn es dir am schlechtesten geht. Ist ja in der Musik nicht anders. Die besten Songs sind auch entstanden im Trennungsschmerz und was auch immer. Ich glaube, dass solche negativen Gefühle unfassbar kreativ machen. So. Ich habe bei Musikern immer gesagt, aus Bayern kommen keine guten Bands. Warum? Weil es denen hier viel zu gut geht. Ja. Denen geht es einfach viel zu gut. Ja. Weil das Hauptproblem von Jugendlichen in Bayern ist, dass das Geld von Mama und Papa nur für 4-mal Saufen die Woche reicht. Das ist das Hauptproblem. Ja, es ist so. Ja, Sani ja. fragt gerade, wie geht's dir aktuell, lieber Hannes? Mir geht es sehr gut, Sani, aber vor allen Dingen deswegen, weil ich meine Tochter wieder habe, weil bei mir diese ganze Entfremdungskiste ein Happy End hatte. Ich behaupte aber, dass es dieses Happy End auch nur gab, wie man in dem Video auch sieht, weil ich eben nicht um meine Tochter gekämpft habe. Das klingt paradox, aber wenn man das YouTube-Video sieht, versteht man mich. Deswegen hat sie wieder zu mir gefunden. Hätte ich gekämpft und wäre ich zum Anwalt gegangen und das, was mir alle Leute geraten haben, ich bin froh, dass ich genau diesen Unsinn nicht gemacht habe, sondern dass ich es genau so gemacht habe, wie ich es im YouTube-Video auch angesprochen habe, wie ich es vorhatte. Das habe ich so durchgezogen, den Stiefel, und deswegen hatte ich meine Tochter nach einem halben Jahr wieder. Und das ist etwas, wo ich sehr glücklich drüber bin, tatsächlich. Und schon fliegen die Herzen. Ja, das heißt, das war nicht gewollt. Das Gute ist, dass da ein Happy End rausgekommen ist. Das heißt, ja, für jeden, der das guckt, der vielleicht da immer noch Probleme mit hat, kann sich da ja vielleicht auch ein bisschen was rausziehen. Ich glaube gar nicht, dass die Leute selber bei dir im Chat dieses Problem haben, sondern ich glaube, dass viele in ihrer Verwandtschaft, in ihrem Bekanntenkreis, in ihrem Freundeskreis, alle in diesem Chat haben das Problem in unmittelbarer Nähe. Da bin ich 1000%ig sicher. Und deswegen gab es das YouTube-Video. Nicht für die Betroffenen generell, die gibt es gar nicht so viel, sondern für den Umkreis der Leute. Jeder hat das in seinem Umfeld. Und das YouTube-Video, ich habe gehofft, dass das dazu führt, dass man die Situation begreift und in seinem Freundeskreis sieht, warte mal ganz kurz, ach, meine beste Freundin, da ist es doch auch so. Und dann sprechen die darüber im Freundeskreis. Und wenn das passiert, dann habe ich alles erreicht, was ich wollte. Mehr wollte ich gar nicht. Einfach, dass das in die Öffentlichkeit kommt. Das war mir so wichtig. Es haben nur 30 Leute gesehen, aber egal, vielleicht geht das ja weiter und man redet drüber und so. Das, so entsteht ja sowas manchmal. Das wäre halt ganz cool. So. Jetzt ist die Stimmung ganz im Arsch. Prima. Ich hab mir das extra zum Ende aufgehoben, damit du ja nicht bester Gast wirst, der sagt, oh, was ist jetzt los hier? Jetzt hat der ja. Aber was packt er denn jetzt? Ist für dich so Video machen, Musik machen, streamen, ist das auch so ein bisschen Flucht manchmal aus der Realität? Beziehungsweise auch, ist das so Selbsttherapie? Ja, und das ist aber auch genau das Problem, wenn du dann aufhörst zu streamen, weil es, also das klingt jetzt total hart, ne? Ich hoffe, dass ihr das richtig einordnet. Aber wenn du aufhörst zu streamen, weil es dir super geht, dann ist es schwer zurückzukommen. Weil du diese ganze Twitch-Geschichte, dieses Streamen jede Woche, das habe ich vor allen Dingen aus einem Grund gemacht. Um morgens aufzustehen und einen Grund zu haben, morgens noch aufzustehen. Mhm. Das ist hart gesagt, aber es ist wirklich Fakt.
Ich habe jede Woche zweimal gestreamt und habe mich auf diese Streams gefreut. Das war mein Highlight, sozusagen die Leute zu unterhalten, weil ich wüsste nicht, was mit mir passiert wäre, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich brauchte ein Ventil, um nicht vollkommen in der extremsten Depression zu versacken. Und das hat funktioniert, weil mir ging es durch das Stream wirklich viel, viel, viel besser. Und dann ist aber irgendwann der Punkt, deine Tochter hast du wieder, dir geht es deutlich besser. Was machst du jetzt mit dem Stream? Ja, weil jetzt die Zeit, ich weiß, wir hatten irgendwo mal Kontakt, da hast du geschrieben, ja, ich bin hier gerade mit meiner Tochter, da kam sofort zurück, ja, oh, vergiss alles, was ich gerade geschrieben habe, wünsche dir ein schönes Wochenende, ciao. So, ja, ja. Schon interessiert mich gar nicht mehr, was du zu sagen hast, ist mir vollkommen egal, Real Life geht immer vor. Ja, ja, genau. Das ist halt der Nachteil beim Clown. Der muss halt immer in die Manege und er ist aber nur gut, wenn es ihm scheiße geht. Wenn es ihm super geht, dann ist der Clown eher so, ja. Ich glaube, meine Frau und ich sind auch so ein Yin und Yang. Also wenn es mir gut geht, geht es ihr grundsätzlich scheiße und umgedreht. Wir haben es noch nie geschafft, dass wir beide mal auf selben Level sind. Es ist immer einer von uns, dem geht es richtig gut und dem anderen geht es richtig scheiße. Was geil ist, weil dadurch ergänzt du dich, weißt du? Ich wollte gerade sagen, das ist ja mega eigentlich. Also keiner zieht den anderen runter, aber irgendwie baut auch keiner den anderen auf. Also verstehst du? Ja, ja. 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 Also, wie gesagt, es wäre jetzt total asozial zu sagen, ich komme nicht mehr zurück oder sowas. Ich weiß halt nur manchmal nicht, wenn ich über die Sendung nachdenke und wie sie sein könnte oder wie ich sie mir gerne wünsche, ob dann Twitch tatsächlich der richtige Kanal ist. Das alles weiß ich im Moment nicht und ich bin da in so einer Selbstfindungsphase, die noch nicht abgeschlossen ist. Ja. Aber du wolltest ja heute, glaube ich, auch später noch was verkünden. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt genau der Punkt, wo wir kurz spoilern könnten, dass wir zwei halt unabhängig davon, ob du heute, naja, wobei wir müssten es eigentlich davon abhängig machen, ob du heute bester Gast bist, weil sonst... Nur davon, ja klar. Sonst mache ich da nicht mit. Also der liebe Hannes und ich scheiß mal drauf, ob sein Instagram, sage ich schon, sein Instagram, Twitch-Account, ja. Instagram hast du halt auch nicht. Ich meine, was hast du eigentlich? Du hast ein MySpace-Profil oder was? Ich habe gar nichts. Ich bin noch bei StudiVZ. Das ist unglaublich. Also der liebe Hannes und ich, wir haben gemeinsam ein Projekt vor, was wir jetzt angehen wollen. Und zwar werden wir beide podcasten zusammen. Das ist klar. Das heißt, ihr könnt uns demnächst völlig kostenfrei auf Spotify bekommen. Und zwar nicht auf Twitch. Also wir nehmen hinter den Kulissen auf, ohne Publikum. Wir haben keine Lust. Wir machen genug Live-Zeugs. Da kann jeder zugucken und so weiter. Wir wollen das vorproduzieren, damit wir auch unsere Ruhe dabei haben, denn das war, ich glaube, auch dir, Hannes, mal wichtig. Das ist, glaube ich, das, was du am wenigsten vermisst am Twitch-Streamen, dieses, ich muss um 8 Uhr für 3 Stunden Halligalli machen, sondern hey, wir nehmen dann einen Podcast auf, wenn wir Bock drauf haben. Und wenn wir keinen Bock drauf haben, dann machen wir halt gerade keinen. Kein Publikum, was warten muss. So. Und ich kann auch insofern schon mal den Namen spoilern, weil die URL uns schon gehört. Der Podcast von Hannes und mir heißt Jammern auf niedrigem Niveau. Wenn das nicht der geilste Titel ever ist. Da ist eigentlich alles gesagt. Und da ist alles drin. Und ab nächsten Monat geht's los. Das heißt, wir fangen jetzt mal an, die ersten Folgen zu machen und mal gucken, ob es mehr als 3 werden, wie immer. Genau, die ersten 3 nehmen wir schon mal auf und machen dann eine 4. Um diese Dreiergeschichte, weißt du? Um das gleich und so. Machen wir 4. Machen wir gleich 4. Ja, die so. Folge 0 zählt aber auch nicht. Die muss ja auch eine obligatorische Folge 0 immer machen. Die ist ja nur zum Tontesten. Genau. Bei diesem ganzen Ding, es ändert aber nichts dran. Also meine Twitch-Streams bleiben erhalten. Hannes, wenn du wieder twitcht oder sonst was machst, Musik machen willst, also das ist ein ganz nettes Side-Project hier, dass wir ein bisschen Podcast machen werden, auch sehr kurze Folgen und soll für uns auch kein Stress sein, weil das ist wirklich was wir einfach als nettes kleines Talk-Ventil machen und vielleicht ist das als Medium, kannst ja mal gucken, interessanter für dich als auf Twitch zu talken, weil ich glaube, viele ernsthafte Geschichten kann man auf Twitch nicht so einfach machen, die Leute seppen so durch, das funktioniert manchmal nicht, das ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich fand deine ernsten Talks immer cool. Ja, weshalb ich nicht weiß, ob Twitch die richtige Plattform ist, ich finde diese ganze Community-Geschichte ja grundsätzlich auch geil. Und, Der Daniel. Schon wieder 9 Monate hier. Sehr gut. Unterstützt mir den Basti. Bester Podcast bisher. So. Bester Podcast bisher, Sunny. Ganz genau. So sieht's nämlich aus. Ganz genau. Was ich tatsächlich bei Twitch nicht vermisse,
Und das ist der Punkt, warum ich nicht weiß, ob Twitch die richtige Plattform ist. Ich war sehr euphorisch, was Twitch angeht, weil hier halt der Community-Faktor so riesig ist. Und das finde ich super, dass sich Leute an der Sendung beteiligen können. Aber das führt natürlich auch dazu, dass die Sendung permanent unterbrochen wird durch Alerts in irgendeiner Form. Und das ist zwar toll und ich verstehe das, für die Community ist das Hammer. Und ich als Zuschauer finde es auch geil, wenn der Streamer meinen Namen vorliest und meinen Kommentar. Ich finde das mega. Aber gerade für ernste Themen oder für, sagen wir mal, gewichtigere Gespräche ist das halt unfassbar geil. Störend. Gewichtige Gespräche mit Hannes und Basti. Gewichtige Gespräche. Ja, ich sehe übrigens gerade, dass der Brettspiel-Teddy ist jetzt auch mal dazu gekommen. Der versucht nämlich rauszufinden, ob du ihn vom Thron stürzt, quasi. Ah. Der Gast ist tot, es lebe der Gast, quasi. Ja. Ja, also wir freuen uns drauf. Ob es gut wird, wissen wir noch nicht, weil wir sind so ehrlich, wir haben noch keine Folge aufgenommen. Wir haben einfach nur beschlossen, dass wir es machen. Und jetzt machen wir es halt und dann schauen wir einfach, wie es aussieht. Ja. Aber noch ist der Brettspiel-Teddy noch nicht pünktlich genug, denn wir haben noch ein letztes Spiel, ein viertes Spiel. Ich hoffe, es ist jetzt das Spiel, auf das ich seit 20 Uhr warte. Natürlich, ich habe es mir für den Schluss für dich aufgehoben. Ja! Und zwar das wunderbare Terraforming Stars. So, das hatten wir ja beim letzten Mal auch schon. Das heißt, wir haben mal wieder mit künstlicher Intelligenz und Photoshop bekannte Persönlichkeiten retuschiert. Und du musst... Ich war unfassbar beeindruckt. Wirklich war. Ich war so beeindruckt, als ich das erste Bild bei Olli im Stream gesehen habe. Ich habe gedacht, wie hast du das denn gemacht? Weil ich habe, ganz kurz nur, ich habe gedacht, als du erzählt hast, worum es geht und wir blenden hier gleich einen Star ein und so, und ich dachte, wirklich, Alter, jetzt kommt Photoshop, Philipp. So richtig scheiße. Nee. Aber das war ja so übel gut. Ja, pass auf. Also so übel gut. Dann bin ich mal gespannt, ob du dich heute nicht nur an der tollen Technik ergötzt, sondern okay, auch Stars raten kannst. Wir fangen wie immer mal mit einem Beispiel an, außer Konkurrenz, ja, damit okay, wir herausfinden, welche berühmte Persönlichkeit könnte denn hier gemeint sein. Und die erste ist besonders schwierig. Hier unser, ja, mal hier zum Testen. Der Chat darf mittesten. Okay. So, aber wir gucken mal. Und wer könnte das sein? Alter. Das ist so ultraschwer. Also wenn du sagst, es ist ultraschwer, ist es wahrscheinlich ein Mann und keine Frau, ne? Korrekt. Ja, das habe ich mir gedacht. Boah, Junge! Du startest ja gleich direkt. Das ist ein Mann, der sehr viel lacht, trägt sicher auch Brille, auch Mütze anscheinend auch und scheint ein ganz schlechtes Foto in seinem Wikipedia-Artikel zu haben. Alter, das bin nicht ich. Ich habe gesagt, ich mach's. Natürlich. Ich habe gesagt, ich mach's mal ultra schwierig. Ach du Scheiße. Es hat null Ähnlichkeit mit dir, aber als Frau würde ich dich heiraten. Jetzt pass auf. Wir morphen rüber. Jetzt pass auf. Guck mal. Alter. Es hat null Ähnlichkeit. Dein Lächeln ist noch da, aber wenn der Bart weg ist, die Augen anders, die Brille anders, die Haare lang, außer der Mütze. Zack, hier. Ist das abgefahren? Ist nicht mehr viel übrig. Aber wie gesagt, das ist Hardcore jetzt gewesen als Beispiel. So schwierig wird es jetzt nicht, weil das ist natürlich, wenn die künstliche Intelligenz auf 100% mal arbeitet. Ich finde mich aber das erste Mal im Leben richtig hübsch, muss ich ja, sagen. Ja, bester Gast bisher. Könnte das deine Tochter Gast sein? Bisher. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, also die Tochter finde ich jetzt auch ganz gut. Pass auf. Wir fangen mal an und wenn du nicht drauf kommst, du darfst mir dann ja ein paar Ja-Nein-Fragen auf jeden Fall stellen. Wir fangen okay, mal super, mit dem ersten Bild an. Welche Person könnte das hier sein? Wir reden aber schon von Stars, ne? Ja, also berühmten Persönlichkeiten aus Hollywood, aus Deutschland. Sportler, okay, Moderatoren, Schauspieler, was könnte es noch sein? Musiker. Das ist ein Mensch, den ich sehr schätze, weil er in ganz große Fußstapfen getreten ist, in ganz große Fußstapfen. Und ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der Meinung ist, der hat die mehr als ausgefüllt. Ich bin der einzige noch lebende TV-Total-Fan. Und ich bin, seit er es übernommen hat, auch Fan von ihm. Vorher fand ich ihn eher so semi im Kabarett, aber jetzt bei TV Total, das ist Sebastian Puffpaff. Ja, ich habe im Chat gelesen, Steven Spielberg könnte auch sein.
Aber wir schauen mal, ist das Sebastian Puffpaff? Ja. Guck an, das so. Ist der Sebastian Puffpaff. So. Das ist natürlich, mit seine Segelohren sind schwer zu erkennen, wenn da die langen Haare drüber sind. Ja. Aber das ich hab's auch nur an dem Lachen erkannt, ja. Was aber im Originalbild gar nicht ist, lustigerweise. Ja, ja. Aber es ist Sebastian Puffpaff. Ich meine, die Augen kommen noch durch. Ich habe ja gesagt, es ist manchmal nicht so schwierig, aber ja, ich habe ein Lächeln rein, sogar, was vorher nicht da ist. Ohne das wäre es auch schwieriger gewesen. Mega. Also Sebastian Puffpaff, schon mal richtig, richtig stark. Wir machen mal den oder die nächste. Schauen wir mal. Ja. Auch einfach, also finde ich, weil du hast natürlich die Schmalzlocke oben noch nicht ganz wegbekommen. Die geht so in den langen Haaren unter und die Augen sind unverkennbar Elvis. Okay, ist das Elvis Presley? Ist schon hart, oder? Aber guck dir das mal an. Das ist Elvis. Es ist Elvis Presley. Er hat immer noch die Schmalzlocke. Ja, und die Augen. Lustigerweise ist im Originalbild auch der Lippenstift mit drin. Wie witzig ist das denn? Man erkennt es aber auch so ein bisschen halt an diesem 60er-Jahres-Stil und so weiter. Genau, aber genau. Ich habe ja gesagt, man muss ja nicht immer so kompliziert alles machen. Wir versuchen mal der oder die nächste. Freust du dich eigentlich auch so sehr auf den Biopic von Elvis? Oh ja, ja, freue ich mich. Bisher sind die immer gut gewesen, so Biopics. Immer. Ich liebe Biopics. Also ob das Bohemian Rhapsody war, ja. Ob das Walk the Line war. Rocketman, dann Dingsbums war ja auch geil. Wie ist das mit Stevie Wonder? Der, wie heißt der andere? Mein Gott. Ray. Ray, genau. Ray auch Charles. Super Film. Ja. Vor allem, wenn man dann immer mitbekommt, was für Arschlöcher das sind. Ja. Und ich bin einfach tierisch gespannt darauf, wie Tom Hanks als fetter Manager rüberkommt. Ja. Also wie das funktioniert, bin ich super gespannt drauf. Und ich habe bei dieser Gelegenheit auch mich gewundert, dass es so viele Biopics, die so logisch sind, noch gar nicht gibt. Beatles, was ist denn bitte mit einem Biopic der Beatles? Ah, die müssen, glaube ich, noch alle sterben. Ach so, ja, wahrscheinlich. Okay. So, wir machen mal weiter mit einer Person, so viel kann ich spoilern, die noch unter den Lebenden weilt. Okay. Es ist nicht einfach. Boah, ich weiß immer nicht, ob ich eher auf die Augen gucken soll oder eher auf den Mund. Wahrscheinlich ist es beides, ne? Es ist schon die Kombi, manchmal auch die Nase dazu. Okay, der Chat ist schon gut dabei. Das ist richtig hart. Also, ich gehe jetzt mal nach dem Mund. Da hatte ich sofort Jürgen Klopp. Jürgen Klopp? Jürgen Klopp. Aber die Stirn oben, das ist eher hier Geiss. Wie heißt der Vogel? Du meinst Robert Geissen? Robert Geiss, genau, oben, der obere Stirnbereich. Die Augen sagen mir nix. Das ist so ein bisschen Bradley Cooper, die Augen in ganz alt und schlecht. Ich bleibe jetzt mal beim Mund, weil das war meine erste Assoziation und sage Jürgen Klopp, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Also wir haben hier im Chat auch noch Uwe Ochsenknecht als Linkspunkt. Den schließe ich aus. Und ganz weit vorne Robert und Brigitte Nielsen. Ist doch genau. Robert Geiss? Achtung, wir morphen mal. Achtung, es ist so krass. Pass auf. Du lieber Schreck. Du lieber Schreck. Und da muss man gar nicht so viel machen. Man tut einfach die Haare nicht tönen, mal die Brille runter und lässt sich ein Bart wachsen. So sähe der aus, wenn er einfach weniger Geld hätte. So sähe der aus. Junge, ist das furchtbar. Aber das ist er. Deswegen sagen die auch die Augen nichts, weil ich glaube, die hat außer. Sie hat jetzt, wenn man dann auch die Brille sieht mit seinen Augen, die ja riesen vergrößert auch irgendwie, dann merkst du erst, dass er auch aussieht wie Heino eigentlich. Ja, das war jetzt aber von mir tatsächlich dämlich, weil natürlich die Jacke und die Haare oben nicht gemorpht sind. Also die Jacke. An der Jacke hätte man erkennen können, dass so eine Jacke niemals Jürgen Klopp tragen würde. Es war also ziemlich dämlich. Ja. Das ist definitiv nicht die Jacke von Jürgen Klopp. Das ist klar. Okay, dann zwei haben wir noch. Okay. Wir machen mal. Also den habe ich versemmelt. Wir machen mal noch was Einfaches für dich. Komm, wir machen mal noch einen einfachen. Hier der oder die gesuchte Person. Ja, das ist einfach. Sieht aber richtig geil aus. So hätte der mal aussehen sollen. Geil. Helmut Kohl. Ja, das ist ja richtig hammer. Aber bist du sicher, dass es Helmut Kohl ist? Vielleicht ich ist bin es, mir felsenfest sicher. Vielleicht dass ist Helmut es auch ist. Nee, hier Sean Connery
Und du weißt davon nichts. Das ist 100% Helmut Kohl. Mein Opa war der größte Helmut Kohl-Fan der Welt. Ich weiß, wie Helmut Kohl aussah. Aber jetzt pass mal auf. Wenn wir da mal rüber morphen. Ja? Krass. Krass. Ich finde die Haare eigentlich ganz cool, wenn die so ein bisschen... Da ist er halt irgendwie nur Mitte 50 auf dem Bild mit Bart und hier ist er halt schon irgendwie so Mitte 60 so gefühlt. Also so hätte Helmut Kohl aussehen müssen. Ich merke hier, wenn man einfach das Gesicht ein kleines bisschen morpht, glaube ich, könntest du einen Putin draus machen so ein bisschen. Ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber die Frise ist Putin. Auf jeden Fall, ja, ja. Und der Speckkopf so ein bisschen. Mach ihn ein bisschen schlanker, ein bisschen jünger, dann ist das Putin, ja. Und so ist es eher halt, ja, hier, Dingsbums hier halt, nicht Roger Moore, sondern Dings halt. Geil aus. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber es ist einfach abgefahren. Genau, ich habe gesagt, der ist ein bisschen einfach. Und jetzt komme ich natürlich wieder mal mit dem Schwersten. Der Schwerste zum Schluss. Gott. Bei Terraforming Stars, welche berühmte Person wird hier gesucht? Nö, das ist ganz einfach. Okay, dann schauen wir mal, ob der Chat hatten wir schon aufkommt. In der Sendung heute? Sind wir schon in der Sendung heute? Ja. Siehst du mal. Die Synchronstimme. Aber ich sag's jetzt noch nicht. Ja, wir finden heraus, was der Chat sagt. Oh, der Chat, genau. Der Chat hat es auch sofort raus. War es doch Chat zu einfach. Ich sehe den Chat nicht, aber ich glaube auch, dass man das an den, da erkennt man es an den Augen, finde ich sofort. Ja. Das ist die Julia Roberts. Und der breite Mund natürlich. Das ist Julia Roberts. Ja. Und Achtung, ja, man muss ein bisschen tricksen, damit das funktioniert. Die Frise ist natürlich abgefahren und der Bart, passt auf, Achtung. Krass. Es ist so hardcore. Ja. Total. Natürlich bleibt dann auch vom Hintergrund nichts übrig. Da muss man so ein kleines bisschen tricksen, um halt hier... Beim Geschlechterwechsel bist du halt auch immer fast verloren, ne? Ja, aber es geht. Also wir hatten das letzte Mal ja auch... wen hatten wir? Steffi Graf. Ja, wenn man es dann weiß, ist du klar. Du erst, als du gesagt hast, es ist eine Sportlerin, da habe ich gerafft, wer es ist. Aber vorher, ich habe es null geschnallt. Also Steffi Graf war ich komplett lost. Und bei Horst Lichter war ich komischerweise total lost. Alle anderen wusste ich sofort. Aber die beiden, gerade null, keine Chance. Aber wirklich hast dich nicht gut geschlagen hier bei Terraforming Stars. Super. Da habe ich mich auch viel richtig drauf gefreut. Ja, siehste, hinten raus noch ein bisschen. Ja, ich wollte es eigentlich heute nicht spielen, aber als du gesagt hast, dass du dich da so drauf freust, habe ich mir gedacht, okay, weil wir rotieren ja immer so ein bisschen die Spiele durch, passend halt auch zu den Leuten, die da sind. Hannes. Ich finde aber trotzdem, mir zuliebe könntest du die Gäste der nächsten Sendung ausladen und ich komme einfach jede Woche, so lange, bis ich bester Gast bisher bin. Weil ach, du meinst, dass es so wie bei TV Total ist, wo du dann einfach immer wieder kommst quasi. Genau. Ich möchte immer jede Woche meinen Titel verteidigen dürfen. Oder was in der Shit. Kennst du die Shit-Parade auch? Die Shit-Parade, nee. Das läuft hier in Bayern im Radio, wo dann jede Woche immer derselbe Song halt kommt, so lange, bis er halt rausgewählt wird. Und Mundian Tubachke. dieser krasse indische Knight Rider Song, der war 52 Wochen in der Shitparade auf der 1. Der lief 52 Wochen lang. Ist das grausig. Schlimm. Ja, aber ich finde, du hast dich durchaus ganz gut geschlagen. Also ich hab schon schlimmere Gäste gehabt. Du solltest die Sendung umbenennen in Schlimmste Gast bisher. Stimmt. Das müssen wir als nächstes. Es gab schon Schlimmere, ist auch ein super Kompliment, Basti. Es gab schon Schlimmere. Ich würde sagen, wenn du möchtest, können wir ja jetzt mal im Namen des Chats mal gucken, ob du es geschafft hast. Sollen wir das mal tun? Ja, ich gucke nicht hin. Ich mache uns mal eine kleine Abstimmung an und wir fragen uns, ist Hannes der beste Gast bisher? Wir machen mal nur eine Minute, das muss reichen. Wenn du magst, Hannes, darfst du auch noch ein Schlussplädoyer sprechen. So, also wenn du magst. Musst aber nicht. Kannst auch auf der Nasenblüte spielen. Freunde des Breitensports, ich würde gerne der beste Gast bisher sein. Macht mal was hier. Macht mal hier Stimmchen für ja. Nein ist verboten. Ich bin ein Synchronsprecher, ich habe die Madagaskar-Giraffe gesprochen, sagt mein Wikipedia-Artikel. Und jetzt hoffe ich auf 13 Stimmen für ja. Ja, der Brettspiel-Teddy. Oh, jetzt kommt der Hamster-Dance noch rein. Der Brettspiel-Teddy darf nicht abstimmen. Das wäre dann der Einzige, der Nein macht. Darf er natürlich nicht. Nee. Olli darf nicht abstimmen. Der geht ja auf Nein natürlich. Also ich muss sagen, du bist auf jeden Fall der beste Gast heute gewesen. Heute?
Heute war ich der beste Gast, das stimmt. Du hörst Gott sei Dank den Hamster-Dance nicht, den die jetzt hier schon wieder angemacht haben. Nein. Ihr auf YouTube hört den auch nicht. Guck mal, 14 Stimmen, bester Gast, 100%. Ah! Hannes. Ja, das reicht. Cool. Hannes. Aber wie war es denn bei Olli? Der jetzt hatte auch 100%. Ach, dann sind wir jetzt beide bester Gast bisher. Nein, 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 das ist wie Mitarbeiter des Monats. Es kann nur einen besten Gast geben, quasi. Das heißt, ich bin jetzt amtierender bester Gast bisher. Korrekt. Cool. Da, ich kann dir gerne eine Siegesurkunde zukommen lassen, wenn du möchtest, wie damals Total. Beim Sport. Da kriegst du nur so eine Teilnahmebestätigung, dass du zumindest deine Sporthose anhattest und dann beim Weitsprung irgendwie 1,10 Meter und nicht mal Sand in der Buchse, so nach dem Motto. Es geht ja das Gerücht rum, dass die Teilnehmerurkunde jeder bekommen hat. Basti, das ist Quatsch. Ich habe bei den Bundesjugendspielen nie irgendeine Urkunde bekommen. Nie irgendeine. Oh, der unsportlichste auch Gast bisher. Auch keine Teilnehmerurkunde, weil für die musstest du auch irgendwas mindestens erfüllen. Habe ich alles nicht geschafft. Der Brettspiel-Teddy darf aber gar nicht traurig sein, denn er war natürlich bester Gast bisher. Und jetzt bist du bester Gast bisher. Also ihr seid eigentlich immer noch beide bester Gast bisher. Nee, Moment mal ganz kurz. Moment. Nein, das ist mein Titel. So, wo ist ja, mein Wochenende in Woche? Wo ist dein Wochenende in Berlin? So. Jetzt schon wieder, Basti, ich habe ein Trauma. Ja. Immer wird mir ein Gewinn versprochen, den ich dann nicht bekomme. Das kann so nicht weitergehen, Basti. Hannes, was machst du mit deinem Gewinn? Machst du eine Modeboutique in Wuppertal auf jetzt? Ich möchte mich erstmal beim Chat bedanken. Ich möchte mich bei der ganzen Community vom Basti bedanken und selbstverständlich am Ende auch beim Basti selber, der mich für die heutige Sendung eingeladen hat. Da möchte ich mich herzlich bedanken. Vielen Dank. Ach so, mein Gewinn spende ich natürlich an die Freiwillige Feuerwehr in Castrop-Rauxel. Okay, und was haben wir heute alles gelernt? Wir haben zum Beispiel gelernt, dass hinter dir in dem weißen Schrank deine Unterhosen sind. Das kriege ich jetzt nie wieder aus dem Bild, wenn du streamst. Nein, zeig sie nicht noch. Hier sind die Socken drin. Das ist die eine Schublade mit den Socken. Und die daneben ist die mit den Unterhosen, die zeige ich jetzt aber. Das ist ja ekelig. Leute, sollen wir noch mal kurz abstimmen über Hannes? Komm, wir machen noch mal die Abstimmung. Nein. Machen wir jetzt nicht mehr. Nee, Hannes. Das ist alles drin. Bester Gast bisher, hat richtig viel Laune gemacht. Zu Recht hast du gewonnen. Du hast zwar keine Ahnung von Harry Potter. Dafür, und Herr der Ringe. Dafür von ein paar Synchronstimmen Metallica und Nirvana zu verwechseln, kann passieren. Auf jeden Fall wirst du jetzt auch nicht mehr für Konzerte gebucht. Es reicht aber immer noch für meinen Twitch-Stream. Da bist du immer wieder gern gesehen. Und ich hoffe, dass wir als Duo, wir sind ja quasi Dick und Dick oder quasi Bud Spencer und Bud Spencer, wenn wir unseren Podcast machen, das doppelte Lottchen quasi. Basti, es wird der beste Podcast bisher. Ja, auf jeden Fall mein bester, den ich je gemacht habe. Deiner auch? Meiner auch. Das auf reicht. Jeden Fall. So. Also dann würde ich sagen, ihr könnt eure YouTube-Emojis zurechtlegen. Wir verabschieden uns von allen, die bei YouTube zugeguckt haben. Liebe Leute, ihr folgt natürlich dem Lambert, jetzt habe ich schon wieder Lambert, dem Hannes, Lamberts Tacheles auf Twitch. Auf Instagram könnt ihr ihm nicht folgen, weil sowas hat er nicht. Aber auf Facebook. Falls und auf YouTube. Falls ihr noch einen alten Rechner mit Windows 95 bei euch findet, dann könnt ihr ihm auf Facebook folgen. Ansonsten hier gerne mal bei mir vorbeigucken auf Twitch, dann könnt ihr das Ganze live gucken, dann müsst ihr nicht hier einfach nur kommentieren und ein Abo dalassen, den ganzen Scheiß. Alle anderen Links unten schön in den Kommentaren, ihr könnt ja dem lieben Hannes und mir auch noch einen Kommentar dalassen und als nächstes dann bester Podcast bisher. Wir hätten es so nennen sollen, bester Podcast bisher, wäre auch ein geiler Titel gewesen. Mach mal, die erste Folge heißt bester Podcast bisher. So. Folgentitel sind sowieso immer super. Die macht man dann im Podcast, denkt man sich die aus. Ja, geil. Ah, ich freue mich ja jetzt schon drauf. Das wird so richtig gut. Das wird toll. Liebe Leute, wir sagen Tschüss YouTube. Tschüss YouTube. Tschüss YouTube.